mal wieder ein bisschen zu tun hat. Ja. Ich glaube, man kann das ganz gut verstehen, hoffe ich. Ja, ich begrüße Sie heute Abend hier zu unserer Generationenhochschule zum Thema Gesundheitsversorgung im Wandel, die strategische Ausrichtung des Harzklinikums. Und begrüße unseren Referenten, Herrn Dr. Matthias Voth, den ärztlichen Direktor am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben. Vielen Dank, Herr Voth, dass Sie da sind. Ja, wir haben es eben gerade festgestellt. Ich glaube, das ist die größte Zahl an Teilnehmenden nach Corona, wie man das so schön sagt. Wir hatten hier praktisch vor Corona häufiger mal sozusagen eine Teilnehmerzahl wie heute. Und dass so viele heute gekommen sind, zeigt, dass das ein Thema ist, das ja berechtigterweise viele bewegt und wo man gerne Informationen aus erster Hand praktisch dann gewinnen möchte. Bevor wir zu dem Thema und zum Referenten kommen, vielleicht noch ein paar Hinweise. Es wird heute, wie auch in der Vergangenheit, wieder eine Live-Übertragung im YouTube-Kanal der Hochschule geben. Und das Video ist dann halt auch im Nachgang abrufbar. Das gilt auch für alte oder vergangene Veranstaltungen der Generationenhochschule und auch der Kinderhochschule. Wir haben dann am 16.04. wieder die nächste Generationenhochschule. Dort wird ein Professor der Hochschule Harz vom Fachbereich Verwaltungswissenschaften vortragen, und zwar Professor Dr. André Nidostadek. Er hat, vielleicht kennen das einige, das Buch Glücksorte im Harz geschrieben und es hat auch verschiedene andere Dinge veröffentlicht, die gar nicht so viel mit seiner Professur zu tun haben. Und über dieses Thema berichtet er: Eine Reise in die Welt des Glücks zwischen Mythen, Wissenschaft und Selbstsabotage, nennt er seinen Vortrag an der Stelle. 16.04.24, glaube ich, auch ein spannendes, interessantes Thema an der Stelle. Ja, und wir haben noch ein paar weitere Veranstaltungen, auf die ich kurz hinweisen möchte. Es ist so, dass wir immer ungefähr Ende März einen Kurs anbieten, Fitform für Abi und Study, und der richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs. Also wenn Sie in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, Nachbarschaft Schülerinnen und Schüler kennen, die können sich für das Mathe-Abi fit machen zwischen dem 25. und dem 28.03. Und da gibt es auch eine Anmeldung unter diesem Namen, Fit for Abi and Study. Wenn man das eingibt bei Google, wird man da auf die Seite sicherlich kommen. Ich hatte vorhin schon über Kinderhochschule gesprochen. Die nächste Veranstaltung ist da am 23.03. 10 Uhr, das ist ja immer samstags vormittags, zum Thema nachhaltige Energieversorgung, Solarenergie, wie kommen die Sonnenstrahlen in die Steckdose, und es wird noch kurz eine Jugendforschungsreise in die USA Gegenstand eines Berichtes sein. Die Kollegen von uns von der Hochschule Harz, Professor Dr. Rudolf Mecke und Diplom-Ingenieur Peter Kussmann, werden über dieses Thema von Solarenergie und Umwandlung in Strom berichten. Dann haben wir in der Villa ja immer eine Reihe von Kunstausstellungen. Die nächste Vernissage findet dort am 13. März statt, 19 Uhr. Toskana des Nordens, gezeigt werden Pastelle und Zeichnungen der Grafikdesignerin und Künstlerin Dorit Gödecke. Und der letzte kleine Veranstaltungshinweis betrifft hier die Papierfabrik. Im Foyer, durch das Sie gegangen sind, findet gerade eine Ausstellung Lichter im Dunkeln statt, eine Wanderausstellung von der Gedenkstätte Yad Vashem in Kooperation mit dem Frauenzentrum Wernigerode. Und es geht um Frauen während des Holocaust. Das sind Veranstaltungen, die bei uns aktuell laufen oder geplant sind. Ansonsten, werden Sie festgestellt haben, ist hier gerade tiefster Friede an der Hochschule. Das heißt also, die Lehrveranstaltungen endeten ja immer im Wintersemester kurz vor Weihnachten. Dann hatten wir im Januar unsere Prüfungsperiode, und im Moment läuft außer Forschung und Vorbereitung des Sommersemesters nicht so viel. Und das Semester beginnt dann wieder am 18. März
mit der feierlichen Immatrikulation der neuen Studierenden. Vorher werden Sie hier in Hasserode sicherlich auch schon ein paar Studierende sehen, weil nämlich vom 15. bis 17. März die Orientierungstage stattfinden, wo die neuen Studierenden sich ein Stück weit an die Hochschule und auch an den Ort Hasserode, Wernigerode und die Region im Prinzip ein Stück weit eingewöhnen an dieser Stelle. Ja, das vielleicht ein bisschen zum Rahmen unserer heutigen Generationenhochschule. Wie gesagt, es geht um spannende Fragen der strategischen Ausrichtung des Harz-Klinikums, was natürlich eingebettet ist in die Fragen, wie wir insgesamt in Deutschland in Zukunft unsere Gesundheitsversorgung aufstellen und wie der Klinikbereich aussehen wird. Und das sind Dinge, die uns alle ja sehr, sehr direkt auch betreffen. Unser Referent, Dr. Matthias Voth, ist seit dem 1. April 2022 ärztlicher Direktor am Harz-Klinikum und wird jetzt am 1. Mai die Rolle des Geschäftsführers übernehmen und wird dann in dieser Rolle halt den sehr langjährigen Geschäftsführer Dr. Peter Redemann ablösen. Er ist Facharzt für Nuklearmedizin und war in dieser Rolle auch in der Berliner Charité und der Universität Jena und im Pharmabereich in der Industrie tätig und vor seiner Tätigkeit hier im Harz 10 Jahre lang Geschäftsführer und ärztlicher Direktor der Ruppiner Kliniken. Also eine Menge Fachverstand, was sozusagen hier bei sich bei unserem Referenten versammelt. Und das wird er jetzt auf die Situation der Gesundheitsversorgung im Harz beziehen. Ich freue mich, dass Sie da sind und übergebe Ihnen gern das Wort. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und Ihnen für das zahlreiche Erscheinen und die Interessenslage. Tonlage stimmt. Sie verstehen mich gut, weil es für mich einfacher ist, wenn ich nicht ans Mikro treten muss, sondern so agieren kann. Ich freue mich, dass ich in diesen schönen Räumen sein kann und ich glaube, es ist auch für Wernigerode und für die Region des Harzes sehr schön, dass es diese Hochschule hier gibt, weil Sie werden auch in meinem Vortrag sehen, junge Menschen und die ja mit Bildung viel zu tun haben, sind wichtig, gerade auch für die ländliche Region, und die wir auch gerne mal als strukturschwach bezeichnen, was jetzt für Wernigerode der ein oder andere mit einem Fragezeichen versieht. Aber wenn man die gesamte Region des Landkreises Harz bezeichnet, befinden wir uns in der ländlichen Region und brauchen natürlich auch Nachwuchs. Und die Hochschule Harz bietet jetzt keinen medizinspezifischen Studiengänge an, was schade ist. Das würde uns das Leben noch deutlich erleichtern, aber zumindest gibt es da auch Möglichkeiten, miteinander zu agieren und zu kooperieren. Und unter anderem haben wir auch eine Studierende, gerade die ein Praktikum bei uns im Haus macht und so auch mit Schnittstellen agieren oder gar selber mit der Hochschule zusammen für Onkologie und in anderen Bereichen versuchen, uns auch ein bisschen zu verzahnen, damit das, was hier vor Ort ist, auch eine Vernetzungs- und eine Verzahnungswirkung bekommt. Die Idee, die ich heute habe, ist, ich möchte Ihnen einmal das Thema Gesundheitspolitik und die Herausforderungen beschreiben. In welchem Rahmen findet gerade Krankenhausplanung, ambulante Planung und Versorgung statt? Mich würde mal interessieren, wer von Ihnen hat mit Medizin nicht so viel zu tun? Das würde mir sozusagen ein kleines Arm heben, weil damit ich so ein bisschen das Spektrum, ich habe schon Kollegen gesehen, die sehr tief drin stecken. Also werde ich mal versuchen, dass, und wenn Sie merken, ich drifte ab, vielen Dank, ich drifte ab im Sinne von einem Medizinjargon, wozu wir ja gerne neigen, einfach mal den Arm heben und mich daran erinnern, dass ich folgen darf. Ja? Also ich möchte Ihnen erzählen, in welchem Rahmen bewegen wir uns? Oder genauer gesagt, in welchem Rahmen bewegen wir uns nicht? Denn im Moment ist vergleichsweise wenig geregelt. Es gibt ganz, ganz viele Ankündigungen, aber wenig Klares. Und wenn man sich überlegt, dass wir heute Entscheidungen treffen müssen, die deutlich in die nächsten 10, 20 Jahre greifen, dann können Sie sich vorstellen, wie schwierig das ist, in so einer Situation suffiziente Entscheidungen zu treffen, wenn die Rahmenbedingungen, in denen man agieren darf, nicht geklärt sind. Ich nehme mal gerne das Beispiel vom Fußballfeld und vom Fußball. Man kann als Trainer darüber diskutieren, ob der Strafraum, das Tor, der Elfmeter an der richtigen Stelle ist oder eine andere Form, Größe oder Ausrichtung haben soll.
Das machen wir in der Gesundheitspolitik auch gerne. Aber als Trainer sollte man sich eher darauf konzentrieren, dass seine Mannschaft, nämlich die eigene, idealerweise das vorgegebene Feld, wo man mal nicht rumdoktern kann, bestmöglich ausnutzt, dass die Mannschaft und der Verein, für den die Mannschaft steht, die bestmögliche Performance auf die Straße bringt. In unserem Sinne heißt das die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung des Landkreises Harz. Und da werden Sie sich jetzt fragen, warum erzählt er das? Ich erzähle das deswegen, weil es eine ganz wichtige Botschaft ist. Ich stehe hier als ein Vertreter eines kommunalen Unternehmens. Das heißt, das Unternehmen gehört dem Landkreis und damit am Ende auch Ihnen. Weil wir haben in der Gesundheitsvorsorge drei wesentliche Spieler. Das sind kommunale Unternehmen, frei gemeinnützige Unternehmen und private. Und jeder hat eine bisschen andere Ausrichtung. Und wir haben es relativ einfach, ähnlich wie die frei gemeinnützigen. Wir müssen keine großen Gewinne erwirtschaften, um irgendwelche Dividenden für irgendjemanden abzuliefern. Sondern unser Auftrag ist, in dem Rahmen, in dem wir agieren, die Gesundheitsvorsorge sicherzustellen und möglichst keine roten Zahlen zu schreiben, was im Moment im Gesundheitswesen quasi keinem gelingt. Also alle schreiben rote Zahlen. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich nicht das Schöne. So. Also ich werde über die große Politik reden. Ich werde versuchen, von der Bundespolitik, Landespolitik hin auch zur regionalen Ausrichtung kommen, damit der Rahmen gegeben ist. Dann werde ich Ihnen versuchen, wie ist die Ist-Situation? Und welche Ableitungen haben wir als Krankenhaus getroffen für die zukünftige Ausgestaltung? Und was wird das zukünftig bedeuten? Und welche Optionen haben wir und für welche Wege werden wir uns entscheiden? Das, glaube ich, was für diejenigen, die nicht alltäglich zu Hause sind, im Krankenhaus, in der Krankenversorgung, sondern eher Nutzer sind, ich sage mal zum Arzt gehen, hoffen, dass sie eine gute Behandlung bekommen und mal zufrieden und mal weniger zufrieden sind, aber am Ende doch eine ordentliche Behandlung bekommen ist. Wir haben eine sehr starre Trennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, kann ich klar beantworten, es ändert aber nichts. Und es macht am allerwenigsten Sinn in der ländlichen Region. Weil wir haben, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, und da brauchen wir auch Sie und Sie sich selber für Ihre Zukunft. Wir haben die Besonderheit in Deutschland, dass manche Sachen werden ja auf Bundesebene entschieden und manche auf Länderebene und manche auf kommunaler Ebene. Und das Besondere im Krankenhauswesen ist, es wird wie Bildung auf Länderebene entschieden. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, das Land Sachsen-Anhalt ist eines der Länder, was mit am wenigsten Geld zur Verfügung hat. Weil die Industrie und Einnahmen und was so alles im Raum steht. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt von allen Bundesländern die geringsten strukturellen Förderungen bekommen. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Und wir haben aber bestimmte Thematiken, die werden bundespolitisch mit beeinflusst. Und das, was Sie als Bürger jeden Tag merken, wir haben mal Kommunalwahlen, mal Landtagswahlen und mal Bundestagswahlen. Und damit, worüber Politik gemacht wird, hat häufig gar nichts mit dem Wahlthema zu tun, sondern eher, was ist en vogue. Und das, was für Sie wichtig ist und worum ich Sie heute auch bitte und wir vielleicht am Ende ja auch in eine Diskussion eintreten können, ist, was bedeutet das für Sie? Und wo sollten Sie an der einen oder anderen Stelle auch mal die Stimme erheben? Nämlich ist der Punkt die Differenz zwischen städtischer Struktur und ländlicher Struktur. Warum ist das so wichtig? Medizin ist Statistik. Das heißt, man braucht eine bestimmte Zahl an Einwohnern, möglichst noch korreliert mit dem Alter. Und dann kann man sagen, ab einer bestimmten Zahl macht ein Krankenhaus Sinn. Und eine bestimmte Größe eines Krankenhauses sind. Warum ist das so? Weil Erkrankungen statistisch auftreten. Und damit natürlich die Behandlung, die stationär stattfinden muss, eine statistische Vorhersagbarkeit hat. Da gehe ich hinterher auch noch ein Stück weit drauf ein. Warum ist das für Sie, ich sage jetzt mal, in der ländlichen Region des Landkreises Harz von Relevanz? Weil natürlich der Großteil der Bevölkerung in der Bundesrepublik lebt in städtischen Strukturen, in Großstädten. Und wenn Sie statistische Sachen zu Rate ziehen, zum Beispiel eine verzahnte ambulant-stationäre Versorgung überregional, und da heißt es, dieses eine Zentrum soll es für alle 400.000 Einwohner geben, dann können Sie sich die Frage stellen, wo ist dann das nächste Zentrum? Weil der Landkreis Harz hat ein bisschen über 200.000 Einwohner, die Städte Halle und Magdeburg haben auch beide so ein bisschen über 200.000 Einwohner, aber wie kriege ich das jetzt in der Fläche verteilt, dass am Ende der Bürger dieses Notfallzentrum auch erreicht.
und dort jemanden vorfindet. Das geht in Großstädten sehr gut. Ja, in Großstädten wie Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern, Hamburg, München, Frankfurt oder gar im Ruhrgebiet, wo das ganze Gebiet eine Großstadt ist. Aber in so einem flächengroßen Land oder im Landkreis wie hier ist das deutlich schwieriger. Und ich möchte gleich noch einen Ausflug machen. Medizin unterscheiden wir ja auch in Notfallmedizin, in geplante Thematiken. Und für den Notfall spielt Zeit eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und Zeit ist natürlich etwas, wann erreiche ich es? Da spielen manchmal Kilometer eine Rolle, aber nicht primär, sondern wie schnell erreiche ich es, um in einem schlimmen Fall, den sich niemand wünscht, aber der statistisch ganz häufig eintritt, eine vernünftige Versorgung zu erreichen. Das ist der Bogen, den ich versuche heute zu spannen und Ihnen auch hoffe, in Ihnen auch Unterstützer zu finden in dem weiteren Weg, um für sich selber, nämlich dass Sie für Ihre eigene Vorsorge und Gesundheitsvorsorge das Votum erheben und den Arm heben und sagen, ich möchte gerne, dass wir hier nicht hinten anstehen und Bundespolitiker und Landespolitiker in Großstädten entscheiden, was passiert, sondern auch an uns denken, was hier vor Ort passiert, damit die Fläche lebenswert bleibt. Das, was es heute auch ist. Das Thema Fragen, mir wäre es ganz lieb, wenn es grobe Verständnisfragen oder ich abdrifte, einmal einen Arm heben. Ansonsten würde ich gerne, ich lasse so viel Zeit, dass wir am Schluss genug Zeit haben, um miteinander zu diskutieren und offene Fragen zu beantworten. Und mir wurde auch gesagt, es gibt extra 2 Studenten, die Mikros haben, also sie brauchen auch keine Sorge haben, ob sie gehört werden können oder nicht. Selbstverständlich werden sie gehört, sodass wir gut am Ende gemeinsam miteinander diskutieren können. Von welchem Unternehmen rede ich? Ich rede von dem Harzklinikum. Das, was Sie hier sehen, ist ein Organigramm, so eine Mischung zwischen ist und soll. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, warum ich Ihnen das zeige, weil dort arbeiten ein bisschen mehr als 2000 Mitarbeiter. Das ist das größte Unternehmen des Landkreises Harz und auch im Landkreis Harz. Ne, wir sind ein kommunales Unternehmen und wir haben eine Krankenhausstruktur und einige Tochtergesellschaften, die sich auch um ambulante Medizin kümmert, auch um Schule kümmert. Weil das Thema universitäre Ausbildung, das, was zum Beispiel eine Hochschule darf und kann, dürfen wir als Krankenhaus nicht. Und um zum Beispiel Ärzte, Psychologen auszubilden, braucht man eine universitäre Ausbildung. Kann man in einem Krankenhaus oder in einer Fachschule nicht machen. Ist aber in Sachsen-Anhalt an 2 Universitäten klar geregelt, nämlich in Halle und in Magdeburg. Also Sachsen-Anhalt erlaubt sich 2 Standorte, die das tun. Der Nachteil, den wir haben, ist, es kommen relativ wenig Fachkräfte und Studierende aus den städtischen Strukturen in die ländliche Struktur. Wir bemühen uns über viele, viele Jahre und die Kollegen haben das auch schon über viele Jahre erfolgreich getan. Aber die Tendenz ist, dass die Menschen im Moment, gerade die jungen Menschen, gerne in der Stadt verweilen und dort auch ihre Lebensplanung machen. Was auch die Vorteile an der einen oder anderen Stelle nicht kennen. Und es muss unsere Aufgabe sein, es gerade in dieser Phase für sie attraktiv zu machen, auch ihre Aufgabe. Weil wenn sie das an sich vorbeiziehen lassen und wir an uns vorbeiziehen lassen, haben wir irgendwann keinen mehr. Und ohne Mitarbeiter kein Krankenhaus. Oder ein leeres Krankenhaus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden im Moment von 750 Betten. Und die Frage ist, Betten spielen in der Krankenhauspolitik eine große Rolle. Häufig wird von Planbetten geredet, von könnte man Betten. Das sind aufgestellte Betten, da kann ein Patient drin liegen. Ja, es gab auch schon Beschreibungen, wo das Harzklinikum knapp 1000 Planbetten hatte. Dann ist auch wieder die entscheidende Frage, sind tagesklinische Strukturen mit drin? Also das ist wie überall, wie bei jeder Statistik. Man muss ein bisschen genauer hinterfragen. In dem Fall machen wir das sehr restriktiv. Wir sagen, das sind die aufgestellten Betten, wo ein Patient reinpasst. Und wir auch Pflegepersonal haben, nicht jeden Tag, aber in den meisten Fällen, was diese Patienten betreuen kann. Und da haben Sie schon so einen kleinen Nebensatz gehört. Was bedeutet denn, dass wir stationäre Medizin machen können? Die ist an vielen Stellen sehr reguliert. Im Moment reden wir von einem Unternehmen, 2000 Mitarbeiter. Ich habe hier eine Karte genommen, wo man die alten Landkreise noch sieht. Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg. Und wir sehen sehr schön,
Wernigerode, Blankenburg, Quedlinburg, Halberstadt und wir haben Elbingerode und Neinstedt auch noch Krankenhausstrukturen. Die großen somatischen Krankenhausstrukturen sind in den Städten, heute rede ich über das Harzklinikum, wir sehen wie so eine Perlenkette an der Autobahn aufgedröselt. Wie sind die entstanden? Hat sich da jemand mal aktiv Gedanken gemacht und gesagt, ich möchte gerne hier und dort ein Krankenhaus haben, weil es versorgungstechnisch relevant ist? Nein. Sondern die sind historisch entstanden. Die sind historisch entstanden, weil früher jede größere Stadt, jedes Kreisstadt hatte ein eigenes Krankenhaus. Aus der Zeit, als es auch noch ging, dass man ein Krankenhaus mit einer bestimmten Zahl an Ärzten betreiben konnte, die auch tagelang und auch das Wochenende, die das ganze Wochenende Dienst hatten, das ist heute undenkbar in der Situation. Das ist die Ist-Situation, in der befinden wir uns. Darüber hinaus betreiben wir im Moment zwei Gesellschaften, wir werden die auf eine Gesellschaft fusionieren, auch ambulante Medizin. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, in Deutschland ist es so vorgegeben, ne, Beispiel Fußballfeld, Strafraum, klare Trennung zwischen ambulant und stationärer Medizin. Ambulant wird über die Kassenärztliche Vereinigung organisiert. Da haben wir als Krankenhäuser wenig bis gar nichts mitzureden. Wir dürfen gelegentlich den Arm heben und sagen, wir hätten gerne. Und dann, wenn andere sagen, nein, sie wollen nicht, dann können wir. Wir betreiben 47 Praxen im Landkreis Harz, einem ein bisschen außerhalb des Landkreises, was immer ein bisschen problematisch auch ist. Und beschäftigen dort 64 Ärzte. Alleine in der ambulanten Medizin. Um das Thema, wie geht man perspektivisch mit der Versorgung in der ambulanten Medizin um, da können wir auch noch mal einen ganzen Abend füllen. Ich würde mich heute primär auf die stationäre Versorgung konzentrieren und wenn es Sie wirklich interessiert, dann können Sie am Ende sagen, ja, es interessiert Sie wirklich und dann können wir vielleicht in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr das Thema ambulante Medizin, wie stellen wir uns das vor? Aus unserer Sicht, da gibt es noch andere Spieler, wir sind nicht die einzigen, zumindest ihn mal zum Ausdruck bringen. Wir bewegen uns in einem hochregulierten Bereich. Warum ist das wichtig zu verstehen? Weil wir können nicht einfach ein Krankenhaus betreiben, weil uns gerade danach ist. Wir können, wenn Sie auf der linken Seite gucken, es gibt eine Krankenhausplanung, die vom Land gemacht wird. Diese Krankenhausplanung, wo ein Krankenhaus stattfinden darf und welche Bereiche man dort betreut, sind grundsätzlich sehr verbindlich. Wir haben für bestimmte Zentren, das ist ganz wichtig, wenn man komplexe Erkrankungen hat, haben wir klare Zentrumsregelungen. Wir haben Mindestmengenregelungen. Warum ist das wichtig? Warum ist das für Sie wichtig zu verstehen? Es wird uns vorgeschrieben, dass wir bestimmte Eingriffe in einer bestimmten Zahl durchführen müssen, sonst dürfen wir es nicht mehr. Also ein ganz klassisches Beispiel, wenn ich eine Knieendoprothese, das heißt, das Knie ist kaputt, es muss ein künstliches Kniegelenk da rein, in einer bestimmten Form, da muss ich eine bestimmte Zahl an Knieendoprothesen, also an Kniegelenksersatz, jedes Jahr durchführen, sonst darf ich das irgendwann nicht mehr machen. Der Hintergedanke da ist Qualität. Der wirkliche Hintergedanke daran ist, es ist ja viel besser zu verkaufen. Man kann Qualität in der Medizin gar nicht so einfach messen. Weil, was ist denn Qualität in der Medizin? Heißt es funktioniert? Heißt es, hat der Patient Schmerzen? Lebt er länger? Hat er ein beschwerdefrei längeres Leben? All diese Fragen sind ja nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber, wenn ich komplexe Entscheidungen als Politiker, ich versetze mich mal gerne, ich nehme mal jetzt die Rolle des Politikers ein. Ich muss in einem Markt, wo Geld knapp ist, Strukturen knapp sind und Ressourcen knapp, in dem Fall Fachkräfte, muss ich Entscheidungen treffen, dass ich bestimmte Sachen bündeln will. Dann kann ich das natürlich besser tun, wenn ich sage, ich mache es aus Qualitätskriterien. Weil das natürlich jedem sagt, naja klar, ich will ordentliche Qualität haben. Da wird ja keiner von uns sagen, nee, er will keine ordentliche Qualität haben. Ne? Also das wird ja niemand sagen. Ja, man geht ja auch nicht zum Autohändler und sagt, ich will jetzt bitte ein Auto minderer Qualität. Will man nicht. Und so ist in der Medizin auch. Also ist grundsätzlich die Aussage, ich will hohe Qualität, da wird jeder sagen, ja, mache ich. Und es gibt in bestimmten Beziehungen, kann man sagen, wenn man es häufiger macht, gerade bei operativen Eingriffen, kann man eine bestimmte Korrelation herstellen. Aber da ist dann auch wieder entscheidend, wer macht es denn? Macht es das Zentrum?
macht es das ganze Krankenhaus, macht es der Operateur. Und wann wird das denn durchgeführt? Bei geplanten Eingriffen oder bei Notfällen? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Weil wir mischen häufig das Thema, habe ich Zeit für eine Operation oder habe ich einen Notfall? Und für die Mediziner, die den Notfall behandeln müssen, das müssen die sein, die am besten sind, die am besten trainiert sind. Und für die, die müssten die höchsten Fähigkeiten haben, weil der Notfall ist das Komplizierteste. Ich muss schnell entscheiden, ich habe häufig eine unklare Situation und begebe mich, gerade als Chirurg, auch in eine unklare Situation und muss dann in der Situation bestmöglich entscheiden, damit der Patient das beste Outcome hat. Diese Verzahnung gelingt aber im Moment noch nicht so richtig. Weil natürlich will man auf der einen Seite Strukturen schaffen und konzentrieren. Und wir haben im Moment 1900 Krankenhäuser roundabout in Deutschland. Und es gibt Stimmen, die sagen, 500 würden reichen. Es gibt Stimmen, die sagen, 800 würden reichen. Und es gibt Stimmen, die sagen, 1200 reichen. Aber natürlich nicht, wenn man alle Krankenhäuser nimmt, so wie sie historisch gewachsen sind in jeder Stadt. Und dann ist die entscheidende Frage, wie geht man damit um? Also das, was Ihnen das sagen soll, ist, Krankenhaus ist nicht wie normales Geschäft. Ich kann nicht sagen, ich passe mich an, sondern es ist sehr reguliert und manchmal auch ein bisschen erratisch reguliert. Ja, da gibt es ganze Institute, die Statistiken machen und Ähnliches. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Weil man muss da sehr genau reingucken. Und es spielt natürlich auch immer Politik mit rein. Und ganz ehrlich, ich möchte auch kein Gesundheitsminister sein oder Ministerin sein, die die Entscheidung trifft, bitte dort mal zumachen und da aufmachen. Oder da lassen. Sie wissen ja, was passieren würde. Ja, ich weiß ja, welche Diskussion wir erleben, wenn wir versuchen, bestimmte Sachen zu zentralisieren. Ein Riesenaufschrei. Und eine Wahlfunktion, und das sind ja Politiker, ist da nicht von Erfolg gekrönt, wenn man darauf angewiesen ist. Nichtsdestotrotz werde ich Sie in dem Nachmittagabend dazu bringen, dass wir bestimmte Sachen aus eigenem Interesse unterstützen sollten. Und wir haben Rahmenbedingungen, die über die gesetzlichen, strukturellen Rahmenbedingungen hinausgehen. Wir haben Menschen, Fachkräfte, die sagen, Krankenschwester, Arzt, Ergotherapeut, Physiotherapeut ist ein Job wie jeder andere. Ich will nicht mehr das ganze Wochenende im Krankenhaus verbringen. Ich will auch eine 4-Tage-Woche. Ich möchte auch ein Familienleben. Ich möchte auch Kinder bekommen. Ich möchte auch was von meinen Kindern haben. Will man denen das verwehren? Kann man versuchen. Wird man nicht erfolgreich sein, hat man keinen mehr. So. Und gleichzeitig muss ein Krankenhaus aber 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf sein. Und ein Facharzt bitte eine halbe Stunde am Patienten stehen, für jede Fachabteilung, die man hat. So. Und da werden Sie schon merken, das ist nicht nur einfach in der Konstruktion. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass wir in Deutschland den Luxus haben, dass medizinische Versorgung nicht reglementiert wird. Ich sage nur das Wort England, ja, wo Sie ab einem bestimmten Alter eine prothetische Versorgung nicht mehr bekommen, es sei denn, Sie bezahlen sie selbst. Sind wir zum Glück in Deutschland nicht. Da wollen wir auch nicht hin. Ja? Ich will nur sagen, es gibt Länder, wo diese Versorgung, wie wir sie kennen, nicht mehr funktioniert. Und ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster. Sie wird es auch zukünftig in Deutschland nicht geben, weil wir die Leute irgendwann nicht mehr haben in der Menge an den Standorten, wo wir sie brauchen. Und das, was wir jetzt tun müssen, gemeinsam tun müssen, ein Verständnis dafür generieren, was ist das Beste für die Möglichkeiten, die wir haben und dass die Bevölkerung des Landkreises Harz, das sehe ich als eine wesentliche Aufgabe für uns, weil wir gehören dem Landkreis und unser Gesellschafter ist der Landrat. Der Landrat sagt ganz klar, er ist gewählt vom Landkreis, von der Bevölkerung des Landkreises. Seine Aufgabe ist es und sein Ziel ist es, Ihnen, stellvertretend für alle anderen Bürger im Landkreis Harz, eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung sicherzustellen. Aber das wird anders sein, als es heute ist. Notgedrungen. So. Ich werde jetzt mit Ihnen durch jedes Gesetz gehen und Ihnen erklären, damit Sie hinterher Experten sind. Nein, keine Sorge, werde ich nicht machen. Ich will nur sagen, es gibt gesetzliche und untergesetzliche Regelungen, wo klar beschrieben ist, was man wann wie zu tun hat. Zum Beispiel habe ich heute Besuch bekommen vom Landesamt, wo dann mal wieder was kontrolliert wird, ob wir uns als Krankenhaus an das richtige Gesetz halten oder nicht.
Das ist jetzt gar nicht so banal, weil das kann auch richtig anstrengend werden, wenn man sich an dieses und jenes nicht hält. Und das hat auch Auswüchse bis hin zum Leiterbeauftragten und Ähnliches, wo man sich dann manchmal fragt, was wollen wir denn noch alles vorhalten? Ja, also heute der Besuch, der war durchaus gerechtfertigt, da ging es um Betäubungsmittel. Wie gehen wir damit um im Krankenhaus? Also das finde ich auch sinnvolle Konstruktionen. Aber es gibt auch andere Sachen, wo man sich fragt, braucht man das alles? Also Sie sehen, wir sind hochreguliert. Und wenn Sie mich jetzt, und der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, kennt der die ganzen Gesetze da vorne? Weiß der das alles? Weiß der genau, was der an allen Stellen beobachten muss? Und das mit den politischen Diskussionen, die da gerade zweiwöchentlich ändern. Ich kann Ihnen klar sagen, nein. Und ich garantiere Ihnen, ich kenne keinen meiner Kollegen, der die kennt, alle. Und die alle versteht und auch noch heute weiß, was vor zwei Wochen gerade wieder anders entschieden ist. Wir haben so ein hohes Tempo im Moment da drin, dass wir gar nicht klar durchblicken können. Also, die Botschaft für Sie, wir sind in einem hochregulierten Markt, wo ganz viel vorgeschrieben ist. Und in dem sollen wir jetzt uns zurechtfinden. Nur das, was man nicht macht, ist, man liefert uns die Fachkräfte nicht ab, man liefert uns dieses nicht ab und jenes nicht ab. Da sollen wir uns dann wieder drum kümmern, mit unseren Kollegen oder Ähnliches. Und wir sollen uns natürlich auch um Sie kümmern und wollen wir auch, dass Sie ordentlich versorgt werden. Es gibt eine feste Größe. Müssen Sie sich nicht durchlesen. Es gibt eine feste Größe. Und ich hatte Ihnen schon erzählt, wir haben ja geplante Eingriffe, Untersuchungen und den Notfall. Und das, was bundesweit, ne, ich hatte Ihnen gesagt, es gibt manche Sachen, die sind bundesweit geregelt, manche sind ländergeregelt und andere wieder kommunal. Bund ist immer dann schön, dass es deutschlandweit einheitlich. Wenn es ländergeregelt ist, macht jedes Land es anders. Dann hat man in Niedersachsen andere Regelungen als hier. Und kommunal wird noch komplizierter. Das, was bundesweit verlässlich einheitlich geregelt ist, ist das Notfallstufenkonzept. Seit mehreren Jahren stabil. Hat nicht unsere aktuelle Regierung auf den Weg gebracht, sondern die Vorhergängerregierung. Und verzeihen Sie es mir, wenn man im Alltag damit arbeiten muss, werde ich die ein oder andere Spitze hin zu politischen Entscheidungen oder Nichtentscheidungen heute Abend fallen lassen. Und das tue ich deswegen, weil es für die, die im Alltag damit arbeiten müssen, unter diesen politischen Rahmenbedingungen manchmal ein bisschen schwierig ist. Wenn man eine Ankündigung bekommt und dann soll sie eintreten und zwei Wochen vorher wird gesagt, ach nee, jetzt machen wir es nicht. Ja, ich sage Pflegepersonal unter Grenzen zum Beispiel und solche anderen Sachen. Ja, also wie geht man mit Pflegepersonal um? Sollte jetzt schon längst da sein? Ach nee, haben wir jetzt nochmal verändert. Ja, und alles, was wir im Krankenhaus tun, braucht Monate bis Jahre. Ja, das sind ganz langsam und sehr stabile Strukturen, die da gewachsen sind. Da kann ich nicht reingehen und sagen, heute ist so und morgen ist so. Kann ich machen, passiert aber nichts. Ja. Das ist das Einzige, ich sage es jetzt mal in meiner Wahrnehmung, was wirklich klar geregelt ist. Das Notfallstufenkonzept. Und was heißt das? Das heißt, wir haben drei Notfallstufen. Und an denen kann man sich orientieren. Da kann man sehr gut sagen, was ist die basale Versorgung, was ist eine mittlere und eine übergeordnete Struktur. Das taucht mehrfach auf heute, weil natürlich sagt man sich, in einem Notfall möchte ich ja gerne in ein Zentrum der höchsten Notfallkategorie landen, weil die können ja dann wahrscheinlich am meisten, weil da die meisten Fachdisziplinen sind. Und Medizin ist ein Bereich, wo Interdisziplinarität ganz wichtig ist. Ein Arzt oder eine Pflegekraft oder eine Hebamme alleine kann heute ganz wenig tun. Solange alles gut geht, die Hebamme, alles schick. Sobald es Komplikationen gibt, braucht sie Unterstützung. Das ist auch gut so. Es ist auch gut so, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten und jeder sein Metier hat. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir diese Kräfte, die brauchen wir zeitgleich. Und nicht zeitgleich in der ganzen Republik verstreut, sondern zeitgleich am Ort des Patienten. Und das macht die Sachlage etwas komplizierter. Für geplante Eingriffe, wir kennen alle das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg, ist für bestimmte Eingriffe deutschlandweit die beste Einrichtung. Jetzt könnte man ja sagen, super, wenn ich das habe, fahren jetzt 80 Millionen Bürger nach Heidelberg. Ja, ne? Wird nicht funktionieren. Und für Notfall erst recht nicht. Deswegen ist das Thema Notfall etwas, wo man eine Basis hat, wo man sagen kann, das ist im Moment stabil, damit können wir arbeiten. Hier ist auch beschrieben, was sind so wesentliche Parameter.
für eine Notaufnahme, ich nenne das jetzt mal so, weil das auch für Sie am wichtigsten ist, Sie brauchen einen Chirurgen, einen Internisten und einen Anästhesisten. Ja? Chirurg ist nicht gleich Chirurg, Internist ist nicht gleich Internist, Anästhesist ist dankenswerterweise noch ein Anästhesist. Ja? Aber bei dem Rest differenziert sich das schon sehr stark. Wir haben gleichzeitig, brauche ich eine bestimmte Zahl an Intensivbetten. Das heißt, Intensivbetten, wo man jemanden beatmen kann, komplexe medikamentöse Eingriffe machen kann, also die Menschen mit sehr viel medikamentösem Know-how nach einer Operation in einem schweren Verlauf einer Erkrankung oder bis hin zum Nahtod, ich formuliere es jetzt mal so, gut versorgen kann. Konkret, hier stehen 6 Betten als Mindestum. Wir haben an beiden Standorten 12. Im Landkreis damit 24. Damit Sie mal so ein Gefühl dafür bekommen, von welchen Zahlen reden wir hier gerade. Sind die immer alle zeitgleich am Netz? Nein. Müssen wir die manchmal abmelden? Ja. Warum? Weil da zum Beispiel 12 Patienten drin liegen. An einem Standort. So, und wenn ich an einem Standort die Intensivstation abmelden muss, weil ich nur alle Betten belegt sind, dann ist dieser Standort für Notaufnahmen, für komplexe Notfälle nicht mehr gut zu erreichen. Weil ich muss ja bei einem sehr schweren Fall davon ausgehen, dass er auch dort liegen muss. Der Facharztstandard heißt, im Krankenhaus, ein Facharzt muss innerhalb von 30 Minuten neben dem Patienten sein, spätestens. Wann immer es ist. Rund um die Uhr, Weihnachten, Silvester, Ostern, da gibt es keine 4-Tage-Woche, da gibt es kein, ich mache mal heute Homeoffice von der Skipiste aus, ich mache irgendwas anderes. Das funktioniert nicht. Physisch anwesend. Ist kein Wettbewerbsvorteil im Moment. Weil die Zahl der Dienste für die Mitarbeiter ist das, was am belastendsten ist. Wie oft muss ich im Krankenhaus sein oder nahe des Krankenhauses sein? Da gibt es auch klare Vorstellungen inzwischen. Wie oft möchte ich da sein? Und da sagen Ihnen die Kollegen, nicht häufiger als. So. Und dann kann man ja mal hochrechnen, was es denn nachher heißt. So. Ich hatte über das Thema Mindestmengen gesprochen. Ich will Ihnen nur ganz symbolhaft eine Übersicht zeigen, was wir im Moment an Erkrankungen haben und dass Sie mal ein Gefühl davon bekommen, wie sind die Krankenhäuser im Landkreis Harz aufgestellt. Also wir reden über Lebertransplantation und Nierentransplantation, das machen nur die Unis, ist auch gut aufgehoben. Ja? Und dann auch nicht alle, sondern wirkliche Zentren. Eingriffe an der Speiseröhre ist so ein Übergang, den kann man auch außerhalb machen. Bauchspeicheldrüse, Stammzelltransplantation wird auch nur an den Unis stattfinden, aber da geht schon los. Bauchspeicheldrüse, Kniegelenkstap hatte ich. Versorgung von Früh- und Unreifgeborenen, das sind Neonatologie, also ist Geburtshilfe. Und auch das Thema Behandlung des Brustkrebs. Mindestmengenrelevant findet hier an den beiden Standorten statt. In qualitativ hochwertiger Form. So, und da kann man jetzt immer sagen, naja, haben wir sie erreicht oder nicht erreicht? Und was ist denn Qualität? Und wenn wir dann, was ja auch häufig stattfindet, dann reden wir nicht über die Gesamtmenge, sondern wir reden über Einzelfälle. Na, bei dem ist es aber so gelaufen. Oder bei dem war es anders. Oder ich musste in der Rettungsstelle 6 Stunden warten. Mit Rückenschmerzen, die ich schon seit 4 Wochen hatte. Ja, war das kein Notfall. Ja? Aber das wird auch für uns reguliert. So, jetzt gibt es Krankenhausreformansätze. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt 1900 Krankenhäuser. Es gibt Stimmen, die sagen, weniger. Aus gutem Grund, versorgungstechnisch und. Da sagen Sie als jemand, der sein Krankenhaus vor Ort hat, um Gottes Willen, aber nicht meins. Das sagt jeder, um Gottes Willen, nur nicht meins. Und bitte so in dem Spektrum, wie es da ist. Das sagen jetzt die Bevölkerung um 1900 Krankenhäuser herum. Wird trotzdem nicht funktionieren. Es werden weniger werden müssen. So, jetzt versucht unter anderem dieser Herr, unser Bundesgesundheitsminister, Herr Lauterbach, mit vielen Ankündigungen, das Thema voranzubringen. Ich
Ich kenne keine Reform. Ich kenne nur Ankündigung. Was ich aber kenne, ist, dass jetzt Cannabis wieder legalisiert wird. Das ging. Dafür war Zeit. Da stelle ich, sage ich jetzt, da stelle ich mich auf die Position, war das nötig? Da hätte ich jetzt gesagt, na, hätte ich andere Prioritäten. Aber sagen Sie vielleicht hinterher auch, na, ich habe auch andere Prioritäten als der Herr da vorne. Aber da muss man einfach mal sagen, was macht. Und wenn man dann liest, wir stehen am Vorabend eines Krankenhaussterbens. Panikmacher. Alles ist düster. Dann haben wir da noch einen anderen Satz. Das marode System habe ich von meinen Vorgängern übernommen. Ich bin nicht schuld. Die anderen sind's. Problem, Lösung keine, aber ich bin's nicht. Kennen wir. Kennen wir alle. Ne? Kennen wir im Alltag, kennen wir überall. Ne? Problemmeldung kann jeder. Dann, ich bin nicht schuld. Und die Lösung, idealerweise noch qualitativ hochwertig. Ja, wo ich dann sage, ja, wird schwierig. So, und wir haben jetzt, in dem Dickicht dürfen wir uns durchwinken und Sie merken schon an meiner Argumentation, ich stehe eher darauf, Problembeschreibung und wenigstens eine Lösung anbieten. Weil ohne Lösung ist schlecht. Weil nur Probleme beschreiben, kommen wir nicht mit hin. Das, was die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten und das Beste geben, was sie können, das muss man einfach mal, das dürfen Sie auch, davon dürfen Sie auch ausgehen. Jeder, der dort arbeitet, macht das und versucht, das Beste jeden Tag zu geben. In seiner Schwankungsbreite. Wir sind nicht alle jeden Tag gleich gut drauf. Aber wenn man dann unser oberster Vertreter, der Mann ist auch zufällig Arzt, jedenfalls nach Abschluss, sagt da, wir können Kliniken auch noch nicht mehr per Gießkanne retten. Bundesfinanzminister hat kein Geld. Also nicht ich, sondern der hat kein Geld. Ist aber alles dieselbe Regierung. Es werden leider auch Kliniken sterben, die gar nicht mal so schlecht sind. Also das heißt, wir sind gar nicht mal so schlecht vielleicht. Weil so Krankenhäuser, und damit meine ich jetzt Krankenhaus, wie Sie hier in Wernigerode haben oder in Quedlinburg, 250 bis 300 Bettenhäuser stehen da auf der Streichliste. Das sind die Krankenhäuser, die gerne gestrichen werden sollen. Habe ich da ein Interesse dran? Haben Sie da ein Interesse? Nee, haben wir nicht. Weil, wenn es uns hier nicht mehr gibt, dann ist die Versorgung im Landkreis Harz schlecht für Sie. Dann nimmt Ihrem Herzinfarkt oder Ihrem Schlaganfall oder Ihren gebrochenen Knochen. So. Und da hilft dann auch nicht 1 zu 400.000 zum Beispiel. Ja, denn, so. Kommen wir mal, wenn man immer nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. In der Regierung heißt das Ding Regierungskommission. Weil man will ja die Entscheidung nicht selber treffen, dann ist man ja angreifbar. Also wie ich ihn heute vorhin stehe und mir ein bisschen pointiert beschreibe, wird der eine oder andere sagen, der da. Ja, dafür stehe ich auch hier. Habe auch nicht vor, mich hinter 20 anderen zu verstecken. Aber wenn Sie jetzt mal gucken, ich gehe jetzt mal symbolisch durch. Wir sind hier in einer Hochschule, da spielen akademische Grade auch eine große Rolle. Haben alle sehr viele und große akademische Grade. Ich glaube, es gibt einen Nicht-Professor oder eine Nicht-Professorin. So, das ist auch alles sehr schön. Nur ist es keine akademische Übung, eine Krankenhausstruktur für Deutschland und auch gerade für uns betreffend darzustellen. Und wenn Sie ja noch gucken, wo kommen die alle her? Dann kommen die meisten aus Großstädten. Warum? Natürlich, weil eine Universität an einer Großstadt ist. Ja, die Charité ist nun mal in Berlin, sonst wäre sie auch nicht so groß, wie sie ist. Und München als sehr renommierte Universität ist nun mal in München auch einer Großstadt, sonst wäre sie es nicht. So, Krankenhausvertreter sind dort nicht vorgesehen, weil wir sind Lobbyisten. Wir sind ja voreingenommen von dem, was wir da machen. Und es ist ja auch mal gefährlich, mit den Leuten zu reden, die das alltäglich tun. Weil das hat ja dann nachher praktische Relevanz. Es ist immer schöner, sage ich auch immer in meiner Entscheidung, am besten ich weiß nicht davon, nichts davon, weil dann tue ich mich mit der Entscheidung deutlich einfacher. Ja, weil ich ja die Konsequenz nicht einschätzen kann. Ich will denen überhaupt keine Unwissenheit ausreden, aber das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, ist, die Rolle der ländlichen Bevölkerung haben diese Herrschaften nicht auf dem Schirm. Das sind aber Sie und wir.
Und in den ganzen Papieren steht nicht drin, dass wir für die ländliche Struktur vielleicht mal eine andere Vorgabe brauchen. Sondern es ging bis dahin, dass die Kilometerzahl, ab wann ein Krankenhaus ist, wenn sie mehrere Standorte hat, in diesem ersten Entwurf drin stand. Da stand drin, wie viele Kilometer zwischen zwei Krankenhausstandorten sein können. Also ich sage jetzt mal ganz drastisch, Wernigerode und Quedlinburg hat eine Krankenhausnummer und könnte ein Krankenhaus sein. Im Sinne auch einer zukünftigen Krankenhausreform. Ich glaube, in dem ersten Papier stand 4 Kilometer. Was interessiert Sie 4 Kilometer? Oder 100 Kilometer als Patient? Kann ich sagen, gar nicht. Sie interessiert Zeit. Nämlich, wann Sie beim Fachmann sind. Und in der Regel redet man so von einer halben Stunde. Ich hatte ja vorhin gesagt, bis wann muss der Facharzt da sein? So eine halbe Stunde ist ein guter Indikator. Also es ist viel wichtiger, darüber zu reden, was krankheitsrelevant ist. Und im Notfall ist Zeit die entscheidende Größe und nicht die Anzahl der Kilometer. Warum wurde das gemacht? Naja, weil natürlich auch große Krankenhäuser, ich nehme mal gerne das Beispiel der Charité, ist Europas größtes Universitätsklinikum, hat glaube ich 3.500 Betten, ist jetzt auch in einer statistischen Betrachtung eins der besten Krankenhäuser der Welt, ich glaube Platz 7 oder 8 gemittelt worden und ist ja in Berlin auch über 3 Standorte verteilt. Und die haben natürlich auch nicht an jedem Standort alles. Also brauchten selbst Europas größtes Uniklinikum das Thema, wir müssen irgendwie ja definieren, ab wann ist ein Krankenhaus ein Krankenhaus. Und die Standorte, wann kann ich die zu einem Krankenhaus rechnen? Transfer, Wernigerode, Quedlinburg, als die beiden somatischen Standorte, sind die jetzt ein Krankenhaus oder sind es 2 Krankenhäuser? Im Moment ist es ein Krankenhaus mit 2 Krankenhausstandorten, aber wir wissen nicht, was mit der Reform kommt. Also das ist die Situation. Hochakademisch, viele Titel, Professoren für alles und jedes, in allen Disziplinen, die man sich ums Krankenhaus vorstellen kann, nur keine Vertreter der ländlichen Region. Ich erkenne da keinen drin, die sich damit auskennen, in der Versorgung. Das sollte sie unruhig machen. Hier steht wieder die Eckpunktepapier, darum haben wir uns ein bisschen abgearbeitet, wieder in den Hintergrund getreten. Warum ist diese Folie wichtig? Die Folie ist deswegen wichtig, ich möchte Ihnen nochmal zum Ausdruck bringen, immer wenn Sie Qualität hören, hinterfragen Sie, wie soll man es messen? Und betrifft es mich? Und das, was da auch drin steht, ist, eine Krankenhausreform muss in Abstimmung zwischen dem Bund und dem Land stattfinden. So. Abstimmung zwischen Bund und Land. Was bedeutet das? Das Land hat im Moment die Hoheit für eine Krankenhausstruktur. Und der Bund sagt, ihr wollt Geld von mir? Dann gebt eure Kompetenz ab. Ne, wie bei der Bildung. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, als es darum ging, die Schulen sind so schlecht ausgestattet. Da haben auch die Länder gesagt, wir brauchen Geld. Da hat der Bund gesagt, das ist in Ordnung, kannst du kriegen, aber gib mir Kompetenzen. Das ist das Gerangle hier auch. Ja, haben wir eine Lösung aktuell? Haben wir nicht. Wir müssen trotzdem jeden Tag entscheiden, was wir morgen tun sollen und was in 10 Jahren sein soll und wer Sie in 10 Jahren behandeln soll, in 5. Das ist die reale Situation. So, und jetzt komme ich zu einem anderen Thema und das heißt Demografie und Fachkräfte. Demografie, also die Altersstruktur, das bedeutet, wie viele Menschen habe ich in der Region, wie alt sind die, nehmen die am Berufsleben teil, für uns Krankenhäuser auch nochmal ganz wichtig, weil da ist, je älter die Bevölkerung ist, je höher ist die Krankenhausaufenthaltswahrscheinlichkeit. Statistik. So, wir sehen hier das Bild, das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt, die 3 Landkreise. Und der ein oder andere von Ihnen, der hat die Geschichte, wo jedes noch ein eigener Landkreis war und jeder noch sein eigenes Kreiskrankenhaus hatte und die Welt noch in Ordnung war, vor Augen. Die Welt ist auch heute noch vergleichsweise in Ordnung, aber wir nähern uns mal den Themen. Wir sehen, dass wir in den 3 Landkreisen ungefähr ähnliche Bevölkerungszahlen haben. Ne, Wernigerode, der alte Landkreis Wernigerode ist einen Tacken größer als die anderen, aber alle bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung. Das sieht man hier, so um die 70.000 Einwohner. So, das ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht und wir haben eine schöne Verteilung von den Krankenhäusern da drin. So. Und das bedeutet auch, dass wir eine ziemliche Gleichverteilung haben über die Landkreise. Was bedeutet es aber auch noch?
Auch wir haben im Landkreis Harz sehr viele Menschen in städtischen Strukturen wohnen. Die wesentlichen Bewohner sind in Wernigerode, Halberstadt, Blankenburg, Quedlinburg. Da wohnt die große Masse. Und dann wird es schon deutlich weniger. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, auch für die Nicht-Insider, das ist so eine, auf der linken Seite sehen Sie hier so einen demografischen Baum. Also hier unten sind die Neugeborenen, da oben sind die, die 90 sind. Und das, was man sieht, ist so eine schöne Verteilung. Und das Helle im Hintergrund ist heute und das, was so eingekesselt ist, ist morgen. Was fällt Ihnen da auf? Was fällt mir auf? Ich kann es Ihnen einfach machen. Wir haben, wenn man sich anguckt, das ist das Altersspektrum, was arbeitend, unter anderem auch im Krankenhaus arbeitet, aber auch woanders arbeitet, wird signifikant weniger. Also weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Was wird mehr? Das hier oben. Also die, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ja? Was bedeutet das Ganze? Das ist eine Prognose vom Statistischen Amt. Wie entwickelt sich die Bevölkerung des Landkreises Harz? Um die 200.000. Das ist für Sie und für mich eine gute Nachricht. Warum ist das eine gute Nachricht? Weil 200.000 Einwohner sind die ideale Größe für ein richtig ordentliches Krankenhaus. Eins. Nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben. Ein richtig gutes Krankenhaus. So, da werden Sie sagen, um Gottes Willen. Ja? Worauf ich Sie hier hinführen will, wir werden keine Leute mehr haben für sieben Krankenhäuser. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich für jede Substruktur Strukturen vorhalten muss, wo die Leute alle da sein sollen, die ich heute schon nicht besetzen kann. Oder, wir haben es ja jetzt erlebt, auf einmal schließt in einer Stadt im Landkreis Harz von heute auf morgen eine Geburtsklinik. Ja, aus ökonomischen Gründen und aus Strukturgründen, wenn man der Pressemitteilung Glauben schenken darf. So, wir haben aber noch eine. Das ist das Gute. Der Landkreis Harz hat eine. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle werdenden Mütter, Väter und Familien. Mit einer vernünftigen Kinderklinik dran, wo sich auch um die komplexen Fälle gekümmert werden kann. Mit einer vernünftigen Kinder-ITS hinten dran. Und die genau wissen, wenn wir nicht mehr können, wissen wir, wo wir hin sie packen können. Also hintransportieren können. Also nach abgestuften Verfahren mit der nächstgrößeren Klinik. In diesem Falle Uni Halle. Oder dem dortigen konfessionellen Haus. Und so kann man bestimmte Sachen sich angucken, wie geht man damit um. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle es Ihnen deswegen, weil auf der einen Seite heißt Regulierung, du musst, du musst, du musst. Und auf der anderen Seite, ich habe keinen. Ja? So. Und ich hatte Ihnen ja versprochen, ich werde nicht den Weg gehen, der da heißt, Problem beschreiben, Riesentrommeln und gar keine Lösung anbieten. Ich werde Sie jetzt durchführen, wie wir versucht haben, den Status zu ermitteln und welche Wege wir uns überlegt haben. Und das bin nicht ich alleine, sondern wir haben uns national bekannte Experten dazu geholt, wir haben unsere eigenen Leute mitgenommen und diskutiert darüber, was geht und was geht nicht. Und warum stehe ich heute hier? Ich will Sie gewinnen und bewusst gewinnen, dass Sie für sich erkennen, mitzudenken, was könnte es für mich bedeuten und was will ich? Will ich mein Krankenhaus vor Ort, was irgendwann vielleicht irgendein Arzt nicht mehr hat? Oder möchte ich eine Struktur haben, auf die ich mich verlassen kann, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit? Ich kann Ihnen auch nicht alles versprechen, aber ich kann Ihnen garantieren, ich habe weniger Fachkräfte, perspektivisch, also wir alle, zur Verfügung. Und die Bereitschaft, in die ländliche Region zu gehen, ist geringer. Was kommt dazu? 4-Tage-Woche, 6 Stunden arbeiten, gerne von zu Hause aus arbeiten. Ja? Ich möchte nur eine bestimmte Zahl an Diensten machen. Ich kann das alles verstehen. Damit aber bestimmte Strukturen aufrechtzuerhalten, macht es kompliziert. Bis geht gar nicht. Das ist die aktuelle Situation.
Wo steht das Krankenhaus heute? Ich habe ja jetzt über Politik geredet, wie sind die Rahmenbedingungen, was kommt auf uns zu? Was finden wir gerade vor? Wir finden ein Krankenhaus vor. Was soll Ihnen diese Folie sagen? Die soll Ihnen sagen, Sie finden über die ganzen Standorte verteilt in vielen Bereichen eine exzellente Medizin vor, nicht an jedem, in jedem Haus, aber über den Landkreis verteilt, was einen Maximalversorgungsstandard hat in manchen Bereichen. Für die, die sich im Krankenhaus nicht auskennen, man redet von Grund- und Regelversorgung, Schwerpunktversorgung, Maximalversorgung. Das sind die drei Stufen. Also besser als Maximalversorgung geht nicht. Das sind statistische Darstellungen, wie wenn man sich vergleicht das Harzklinikum mit anderen Fachabteilungen aus Maximalversorgung, üblicherweise Unikliniken oder ganz großen Häusern. Welche Qualität und welche Zahlen sind dahinter? Die Botschaft, die Sie mitnehmen können heute, ist, dass die Kollegen, die die letzten Jahre dort gearbeitet haben, für Sie exzellente Medizin versucht haben, auf die Beine zu stellen, mit hohem persönlichen Einsatz. Ja? Bei allem, was auch mal schiefgegangen ist, das wissen Sie alle. Ja, wer arbeitet und keine Fehler macht, der macht garantiert irgendwas falsch. Aber das ist das Ergebnis von jahrelanger wirklich guter Arbeit aller Kollegen an allen Standorten. Und da kann die ganze Mannschaft stolz drauf sein. Und Sie können auch stolz drauf sein. Weil Sie haben ein Verständnis von, ich habe vergleichsweise gute Versorgung hier. Warum ist das so wichtig? Ich möchte Ihnen gerade erklären, von welchem Niveau, auf welchem Niveau bewegen wir uns. Und wenn Sie mich fragen, was haben Sie morgen? Das nicht, wenn wir so weitermachen. Wollen wir das? Wollen ich das? Würden Sie das? Nee. Da könnte man jetzt ins Detail reingehen. Ich glaube, das ist eher was für Fachgruppen als für Sie. Ich will Ihnen nur sagen, wir haben uns sehr genau überlegt, wo wir Stärken und Schwächen haben. Und wie können wir damit umgehen? Und das, was die Kollegen über Jahre gut erarbeitet haben, auch dokumentiert. Und das ist jetzt nicht gefühlt und ein Einzelfall. Weil häufig wird ja über Einzelfälle, die nicht gut geklappt haben oder mal gut geklappt haben, gesprochen. Sondern das ist wirklich über viele Jahre ein Wert. Damit Sie nochmal ein Gefühl dafür bekommen, wo befinden wir uns gerade im Landkreis Harz und wo befinden wir uns auch im Konstrukt von Zentren. Nehmen wir mal das Beispiel Brustkrebszentrum. Das Harzklinikum Wernigerode ist mit einer Fallzahl von 238 eine sehr, sehr hohe Fallzahl und einer sehr, sehr guten Qualität im Sinne von Prozessqualität. Die wird geprüft. Und wenn Sie sich angucken, wer das alles noch behandelt, in welcher Fallzahl, ja, dann können Sie hier sich entspannt zurücklehnen und können zu Herrn Grashoff und seinem Team sehr entspannt gehen. Wenn Sie denn diese doofe Erkrankung bekommen, will man ja nicht. Aber es sucht sich ja keiner aus. Und wenn man sie bekommt, will man aber ordentlich behandelt werden. Als exemplarische Beschreibung. Und da steckt jahrelange Arbeit hinter. Das macht man nicht über Nacht. Da muss man jahrelang arbeiten und feilen, sortieren, Personen ausbilden und. Um das zu erreichen. In einem 250-Betten-Krankenhaus. In einer kleinen Stadt. Wernigerode, verzeihen Sie es mir, in einer vergleichsweise kleinen Stadt. Exzellente Medizin. An diesem einen Beispiel, verglichen mit anderen Sachen. Und das gibt es in anderen Beispielen auch noch, das hatte ich vorher dargestellt. Und für die, die sich wundern, warum sind hier so Schwankungen drin, über die Jahre, die Damen wissen es, es gibt so fahrende Mammografieautos. Und die kommen mal nur alle Regelmäßigkeit vorbei, nämlich alle 2 Jahre. Und deswegen steigt es alle 2 Jahre und fällt wieder alle 2 Jahre, weil es da dann nämlich auffällig wird beim Screening. Das sind Schwankungen, die wir sehen. So, jetzt will ich Sie ein bisschen erschrecken. Warum will ich Sie erschrecken? Ich habe jetzt mal die Auswirkungen dessen, was ich Ihnen jetzt versucht habe, in der Vergangenheit zu erzählen, mal auf die Spitze zu treiben. Wir haben jetzt alle Fachdisziplinen, die wir über alle Standorte haben, aufgelistet und haben hier unten so eine kleine Agenda hingebaut. Da gibt es so Pfeile, Bomben und Kreuze. Immer da, wo so ein Ding ist, bedeutet es nichts Gutes. Ja? Dieser Pfeil hier bedeutet, ich muss mindestens 3 Fachärzte vorhalten. Plus ein Dienstsystem 24/7.
So, das heißt, Facharzt, für die, die nicht in der Medizin zu Hause sind, sie haben mindestens sechs Jahre Medizin studiert, schneller geht es nicht. Also jedenfalls heute nicht mehr, ganz früher ging es auch mal schneller, aber heute mindestens 6 Jahre Medizin studiert und dann danach eine Facharztausbildung von 5 bis 7 Jahren, auch in Vollzeit, erbracht. Also sie haben Minimum 11 Jahre die Schulbank gedrückt, im übertragenen Sinne. Dann kommen sie in diese Kategorie. Wenn sie Teilzeit gearbeitet haben, wenn sie Kind bekommen haben als Frau, alles obendrauf. So. Das heißt, dieser Fall bedeutet Strukturvorgaben im ärztlichen Dienst. Dieses bombenähnliche Konstrukt heißt Strukturvorgaben im Pflegedienst. Ne? Krankenhaus, Ärzte, Pflege. Ich sage mal gerne, ein Krankenhaus ohne Ärzte ist ein Pflegeheim und ein Krankenhaus ohne Pflege ist eine Arztpraxis. Ja, also ich brauche beides und das ist nur eine Zuspitzung. Wir brauchen noch andere Berufsgruppen, wir brauchen noch die Reinigungskraft, die ist genauso wichtig. Weil wenn der OP nicht sauber ist, funktioniert auch nicht gut. Ja. Und dieses Kreuz bedeutet, dass wir bestimmte Strukturvorgaben im Sinne von Geräten und Ähnliches vorhalten dürfen. So. Und wenn Sie uns jetzt mal angucken, wo ist das in diesem gesamten Unternehmen problematisch? Dann sehen Sie, da sind einige Pfeile, Bomben und Kreuzchen dran. Das heißt, hier wird es schwierig. Das ist kein Automatismus. Das ist die reale Situation des Harzklinikums heute und gestern und vorgestern. Da guckt man ja nicht lange zu. So, was nun tun, ist die entscheidende Frage. Das ist der Stand heute. Auf der einen Seite sage ich, Qualität wie ein Maximalversorger, allerdings dezentral, verteilt über verschiedene Standorte und habe Ihnen ja vorhin gesagt, grundsätzlich nicht ideal, weil Medizin muss an einem Ort erbracht werden, an einem Patienten und möglichst die verschiedenen Disziplinen auch an diesem selben Patienten. Ja? Und wenn Sie, der eine oder andere mich fragen, es gibt doch jetzt Telemedizin. Was halte ich davon? Nix. Ja? Klar kann man manche Sachen telemedizinisch regeln. Aber stellen Sie sich doch mal die Frage, ob Sie telemedizinisch behandelt werden wollen im Krankenhaus. Ja, dürfen Sie für sich ganz beantworten. Nehme ich Ihnen gar nicht vorweg, können Sie selber entscheiden, ob Sie so behandelt werden wollen. So, das ist die Ist-Situation. Und das ist zum Teil durch Regulierung, zum Teil durch Fachkräftemangel und zum Teil durch die historisch gewachsene Struktur. Wo sind Krankenhäuser, wo sind Fachdisziplinen? Manche Sachen haben sich ja über Jahrzehnte entwickelt. Ja, wo befindet sich etwas? Warum hat sich das dort rauskristallisiert? Dann haben sich Kollegen zusammengetan, haben gedacht, Mensch, Gefäße, macht doch Sinn, ich habe einen Chirurgen, ich habe einen Internisten und ich habe noch einen Radiologen. Also arbeiten wir an einer Stelle mal zusammen. Macht ja Sinn. Ja? Wenn Sie jetzt aber denken, der Notfall. Und wir haben 3 wesentliche Notfallthemen. Schlaganfall, also Kopf, Herz und Unfall. So, Schlaganfall und Herz verlangt man, dass das bitte an einem Standort stattfinden soll. Weil das manchmal auch miteinander gekoppelt ist. Ja? Und es manchmal auch schwierig ist, wenn jemand nicht ansprechbar ist, was ist denn nachher am Ende? Wie haben wir es? Historisch gewachsen, Kardiologie in Quedlinburg, invasiv mit allem, was geht. Das andere in Wernigerode. So. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das Gute ist, wir haben es. Und beides in sehr guter Qualität. Das ist die gute Botschaft für Sie. Aber die andere Botschaft ist, Sie müssen wissen, wo Sie hin müssen, wenn Ihnen was fehlt. So. Und da fragt sich natürlich der eine oder andere auch, und ich nehme da mal gerne ein Beispiel, weil das immer sehr schön ist, aus der Kindermedizin, wir haben jetzt hier grundsätzlich Ihr älteres Klientel, also Sie werden jetzt angerufen von Ihrer Tochter, Sie mögen doch bitte Ihr Enkel aus dem Kindergarten abholen. Ist vom Klettergerüst gefallen. Jetzt sehen Sie hier die Liste, wo fahren Sie denn hin? Nach Quedlinburg oder nach Wernigerode? Die Kinderklinik ist in Wernigerode, die Unfallchirurgie ist in Quedlinburg. Wo sind Sie richtig?
Ist das eine sinnvolle Notfallstruktur? Weil im schlimmsten Fall passiert Folgendes. Im schlimmsten Fall fahren Sie erst nach Wernigerode zum Kinderarzt. Der sagt, nee, hier sind Sie falsch, fahren Sie nach Quedlinburg zum Unfallchirurgen. Der sagt, ist jetzt doch schlimmer, Sie müssen stationär, dann fahren Sie wieder zurück. Weil die stationäre Einrichtung ist ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ne? Also, aber will man das? Nein. Wollen wir wohnortnahe Versorgung? Ja. So, diesen Spagat dürfen wir jetzt wieder. Können wir zweimal eine Unfallchirurgie halten? Nein. Können wir zweimal eine Kinderklinik in der Qualität halten? Ich habe es Ihnen erklärt, ich glaube, die Frage können Sie selber beantworten. Ja? So, in diesem Dilemma bewegen wir uns. Um es mal auf die Spitze zu treiben, wir haben mit dem Kardiologen und dem Neurologen zusammengesessen und haben überlegt, wenn dieses angedachte Krankenhausstrukturen gekommen wäre, dann hätten wir kardiologische Leistungen in Quedlinburg nicht mehr erbringen dürfen, weil die Neurologie an einem Standort weg ist, wo man 30 Minuten hin braucht. Also noch am Fenster. So. Also hätten wir entweder die Neurologie nach Quedlinburg oder die Kardiologie nach Wernigerode verlegen müssen. So, funktionierende Strukturen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer sagt, wann ist ein Krankenhaus ein Krankenhaus? Ja? Ist da entscheidend, ob die Kilometerzahl wichtig ist oder die Zeit? So. Da werden Sie sagen, naja, am Ende interessiert mich als Patient die Zeit und nicht die Kilometerzahl. Aber ich mit meinen Kollegen zusammen, die entscheiden müssen, wie stellen wir es jetzt auf? Wir haben die Unsicherheit, wir wissen es nicht. So. Und wir sind relativ schnell zu der Aussage gekommen und haben gesagt, okay, eine wirklich gute Lösung gibt es vielleicht, aber nicht kurzfristig. Und was machen wir jetzt? Fangen wir jetzt an, wie wild hin und her zu ziehen? Wir haben eine exzellente Kardiologie an dem einen Standort und eine exzellente Neurologie, wirklich, an dem anderen. Jetzt werden wir verrückt. Ja, wir verlieren Menschen auf dem Weg, wir machen die Prozesse kaputt und, und. Mut zum Risiko. Wenn die Entscheidungen jetzt aber irgendwann kommen, in einem Jahr vielleicht oder in zwei Jahren oder vielleicht auch schon morgen, dass unsere Entscheidung eine falsche war, weil dann doch der erste Entwurf drin steht, dann kann ich Ihnen heute schon garantieren, wird es genug Leute geben, die sagen, hab ich ja schon immer gewusst, die taugen nichts. Ihre Entscheidung, auf welcher Basis treffen Sie die? Genau auf dieser. Einem hohen Maß an Unsicherheit. Ja? Und gleichzeitig mit dem Versuch, den normalen Menschenverstand zu nutzen. Das ist unsere Entscheidungsmal. So, jetzt gehen wir einen halben Schritt zurück und sagen so, jetzt nüchtern. Ne, ist ja ein bisschen polemisch, was ich jetzt gemacht habe. Nüchtern. Das ist die Situation. Was tun? Erstens, wir lassen alles so, wie es ist. So, ich habe Ihnen gerade gesagt, Bomben knallt, pufft und pengt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das durchhalten, wie lange? Muss ich, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Variante 2, wir fokussieren und bündeln noch stärker. Das heißt, wir gucken, dass wir über die Standorte bestimmte Sachen nur an dem einen Standort bündeln. Bewusst wissend, wir brauchen eigentlich eine Zusammenarbeit, haben die aber nicht. Aber ich muss ja eine bestimmte Menge an Leuten vorhalten, fürs Dienstsystem, für die Strukturvorgaben und. Damit ich es überhaupt habe. Damit Sie die Chance haben und wir alle die Chance haben, es im Landkreis Harz zu behalten. Das ist unser Versuch. Das heißt, wir bündeln bestimmte Strukturen an den Standorten. Ist das eine gute Lösung? Nein. Wir sind uns alle im Klaren, das ist eine schlechte Lösung. Aber es ist die beste schlechte Lösung, die wir haben im Moment. Und wir feilen und falschen um jeden Teil. Warum? Weil an diesem Notfallstufenkonzept, da hängen auch Strukturvorgaben dran. Also da schreibt man mir zum Beispiel, auch, also uns allen in Krankenhäusern vor, wie viel Fachabteilung ich wovon haben muss. Da gibt es einen Katalog, da kann man den auswählen. Davon muss ich 5 haben und davon muss ich so und so viel haben. Ist das jetzt real oder nicht? Nein. Weil das ist natürlich in Großstädten gedacht, wo ich das alles in einem Krankenhaus habe. Ja, aber wir sind hier nun mal in der Fläche. So. So arbeiten wir. Und so setzen wir uns, die das tun, einer großen Kritik aus. Weil zu Recht der eine oder andere sagt, na warum soll ich denn jetzt zur unfallchirurgischen Versorgung nach Quedlinburg fahren? Oder nach Halberstadt? Oder nach Halle? Oder sonst wohin?
weil das nur die Chance ist, sie überhaupt im Landkreis Harz zu halten, nämlich an einem Standort. Durch diese ganzen Rahmenbedingungen. Und so kann man einmal durchgehen, durch das ganze Thema. Und ich erinnere nochmal, für die Notfallversorgung brauche ich einen Chirurg, einen Internisten und einen Anästhesisten. Alles zeitgleich. Ist garantiert. Aber ist das das Ideal? Wir nennen es bewusst die beste schlechte Lösung, um die wir ringen. So, welche Alternative gibt es noch? Wir sagen, wir denken einmal neu. Das, was historisch entstanden ist, ist durch Zufälle, wo es eine Stadt, wo es ein Kreis, wo war ein Landkreis, wo haben Krankenhäuser gestanden. In Wernigerode, Quedlinburg, Blankenburg. Und die, die aus Blankenburg kommen, wissen, die hatten auch mal ein vollwertiges Krankenhaus. Ja, da gab es auch mal eine Innere und eine Neurologie und unser Neurologe ist zum Beispiel auch von Blankenburg nach Wernigerode gezogen. Ja? Und Sie erinnern sich, ich habe gesagt, unser Vorteil hier im Landkreis Harz ist, der Landkreis Harz ist groß, auch einwohnerstark, nämlich mehr als 200.000 Einwohner. Super für ein richtig gutes Krankenhaus. Und wenn ich mir jetzt angucke, wir gucken uns den Notfall an, dann habe ich nicht mehr die Frage, wo muss ich denn jetzt hinfahren, der Rettungsdienst. Fahre ich jetzt nach Halberstadt, fahre ich nach Quedlinburg, fahre ich nach Wernigerode oder fahre ich sonst wohin? Finden Sie das jetzt klasse? Wahrscheinlich nicht, weil mein Krankenhaus vor Ort. Was mache ich denn damit? Ja? Ich kann Sie beruhigen. Das wird nicht über Nacht kommen. Sondern dafür gibt es den Plan, den ich Ihnen vorher vorgestellt habe. Wie sieht die Übergangslösung aus? Und dafür brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Aber ich will Ihnen nur sagen, wir können uns in ein Wunschdenken begeben und sagen, ich will, dass es so bleibt. Ne, Sie erinnern sich an die erste Folie, Bomben, Pfeile, schwierig, wird nichts. Wir gehen den Weg und Sie alle wissen, welche Meinung Sie haben und mit welchem Grummeln Sie zu solchen Veranstaltungen wie heute kommen oder welche Meinung Sie vorher hatten oder vielleicht auch hinterher haben, was wir alle falsch machen. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist unser Angebot, ein besseres haben wir nicht. Und ich bitte Sie und fordere Sie auf, unterstützen Sie uns dabei. Fordern Sie Ihr Recht ein, weil wenn Sie das nicht tun, dann kriegen Sie nicht mal das. Ja, weil wir reden hier davon, es ist gerade ein Fonds aufgelegt worden von 50 Milliarden Euro. So in den Himmel gestellt worden gerade, so ein bisschen so wie dieser Sonderfonds fürs Militär. Ist noch nicht so ganz klar, wie der ausgestaltet wird. Und so rein rechnerisch hat Sachsen-Anhalt einen Anspruch auf 2,5 Milliarden. Das ist eine Menge Geld. Ob das nachher so kommt, ist eine andere Baustelle. Aber die Frage ist immer, habe ich eine Idee, wie ich es lösen kann oder habe ich gar keine? Habe ich ein Lösungsangebot? Und ich kann Ihnen sagen, meckern ist am einfachsten. Sagen, so geht's nicht, ist auch super einfach. Mit Lösungen vorzugehen, ist anstrengend. Weil können Sie alle dran abarbeiten mit einem Lösungsvorschlag und können sagen, das ist nicht gut und jenes ist nicht gut. Ich halte es trotzdem für den sinnvollsten Weg. Und ich will Ihnen mal erklären, warum auch noch. Ich habe ihm gesagt, es gibt einen rationalen Moment, auf die wir uns verlassen können im Krankenhaus, für die Notfallversorgung. Weil wir haben die restliche Versorgung, und das habe ich Ihnen erspart heute, da gab es die Idee von Fallgruppen und Leistungsgruppen, also ganz kompliziertes Geschehen. Es ist in einem Bundesland mal jetzt umgesetzt worden, und es gibt auch die Idee, das auf den Rest der Bundesländer zu transferieren. Da wird ein bisschen neu gemischt. Da gibt es dann auch wieder Untergruppen. Ob es so kommt und welche Sonderregelungen getroffen werden, ist auch noch unklar. Das, was aber klar ist, ist die Notfallversorgung. Und ganz ehrlich, wenn ich Politiker wäre und wenn ich an größeren Strukturen interessiert wäre, woran orientiere ich mich in der Situation? Die Bevölkerung und auch der Landrat, das Land muss eine Notfallversorgung sicherstellen. Für Sie. Weil natürlich kann ich zu einem geplanten Eingriff auch mal eine Stunde oder zwei Stunden fahren, aber doch nicht für Notfall. Also gucken wir uns die Notfallstrukturen an. Wie ist der aktuelle Iststand? Wir haben, wenn man sehr genau prüft, schafft Wernigerode Stufe 1. Ein bisschen Großzügigkeit Stufe 2. Dasselbe für Quedlinburg. An diesen Stufen hängen aber bestimmte Leistungserbringungen und Geld.
Ich habe das heute ein bisschen bewusst in den Hintergrund gemacht und das mal ein bisschen auch auf das Thema Fachkräfte hingezogen. Weil viele glauben, es liegt nur am Geld. Nee, es liegt nicht nur am Geld. Weil das ganze Geld nützt einem nichts, wenn ich keine Menschen habe, die das nachher ausnutzen. So, also wir kämpfen mit Strukturen, wo wir sagen, wir erreichen mit Mühe und Not die mittlere Stufe. Wahrscheinlich nur an einem Standort bei einer ernsthaften Prüfung, weil uns an dem anderen Standort Strukturvorgaben fehlen. So, wenn wir das auflösen, erreichen wir im Leichteren eine Notfallstufe 3, die höchste mögliche Notfallstufe. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, ich hatte am Anfang meines Vortrags gesagt, oder in den ersten Zeiten, wir haben an dem einen Standort 12 Intensivbetten und an dem anderen 12 Intensivbetten. Und gelegentlich sind die auch mal voll. Und für Notfallstufe 2 braucht man 20 Intensivbetten. Wenn Sie jetzt beide zusammenpacken, haben wir schon 24. Und jeder von Ihnen weiß, wenn ich eine große Ressource habe, habe ich eine größere Ausfallsicherheit und auch eine bessere Planbarkeit. Weil ich muss nicht an jedem Standort ein Reservebett halten oder zwei, sondern ich habe da nur eins oder zwei. Auf einem anderen agieren. Wir erreichen diese Stufe. So. Was bedeutet das für die Versorgung? Es bedeutet für die Versorgung, dass es ein langfristiges Einsteigen in diese Versorgung bedeutet und ein Angebot ist. Dazu müssen weitreichende politische Entscheidungen stattfinden. Und dazu dürfen Sie auch sich eine Meinung bilden und sagen, was will ich perspektivisch? Will ich mein Krankenhaus vor Ort, was nur ein Teil kann? Und wenn es mir dreckig geht, ich im Zweifel nicht weiß, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Ich muss den Rettungsdienst holen. Und dann fahren die, was grundsätzlich auch eine gute Entscheidung ist. Und dann fahren die dahin, da gibt es ja auch ein IVENA-System, also ein System, wo die wissen, wann ist was auf und nicht. Dann fahren die einen da schon hin. Aber im schlimmsten Fall kann es ihnen passieren, sie landen in einem Krankenhaus, was bei IVENA für die Schlaganfallbehandlung vorgesehen ist. Nicht unseres, ein anderes. Hat keine Neurologie, sondern hat eine telemedizinische Einrichtung. Dann landen sie in diesem Krankenhaus, werden aufgenommen und werden im schlimmsten Fall dann nochmal ins nächste Krankenhaus verlegt. So, bis sie dann eine suffiziente Therapie bekommen, vergehen Stunden. Und im Notfall, hatte ich Ihnen erzählt, Zeit ist Hirn in diesem Falle, sehr plastisch, nicht hilfreich. So. Und selbst ein Krankenhaus wäre vielleicht nicht in der Lage, die allerschwersten Fälle zu behandeln. Dann bedarf es einer nächsten Stufe, nämlich der Universitätsklinik hier bei uns im Land. Dass man sagt, wie gehe ich damit um? So, dann wissen wir, wenn Sie Eis, Schnee, Glätte, Sturm, schwierige Konstruktion manchmal. Aber wenn es eine stabile Verbindung gibt und auch einen nachtflugfähigen Hubschrauber, ist die Chance, dass Sie da hinkommen, noch am größten für den Notfall. Ich rede nicht von anderen Behandlungen, ich rede immer von dem Notfall. Und warum ist der Notfall auch kritisch? Weil, ich hatte Ihnen ja versucht zu erklären, wenn Sie gut in der Notfallbehandlung sind, müssen Sie jeden Tag üben. Das heißt, das normale Geschäft auch machen. Auch das ist nicht jedem klar. Da heißt es, naja, dann machen Sie doch die Notfälle. Ja, dann fragen Sie mal die Fachleute. Wenn Sie ein halbes Jahr nicht mehr das Routinegeschäft gemacht haben, wie die sich dann fühlen, wenn Sie dann zum Notfall kommen. Ja, das ist Training, wie beim Leistungssportler. Ja, und diese ganzen Zusammenhänge muss man ja irgendwie hinkriegen. Und ich nehme auch das Beispiel der Psychiatrie. Ich habe das heute so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen, als ein wesentliches Beispiel. Wir haben ja auch alterspsychiatrische Erkrankungen, wo Internisten eine Rolle spielen, dass man das miteinander verzahnt. Eine ganz schwierige Konstellation, so wie wir es im Moment haben. Wir haben es in Blankenburg und dann kommt der Internist punktuell dorthin. Ja? Will man das in jedem Falle so? Hilft das den meisten? Na klar. Aber wir reden häufig genug über den Fall, wo es schwieriger wird. Und ich kann Ihnen sagen, das, was ich Ihnen heute vorstelle, ist auf der einen Seite ein etwas düsteres Bild für die Zukunft im Sinne von, welche Fachkräfte haben wir? Aber was ist der Ausweg daraus? Das ist jetzt mal eine schematische Darstellung, wie sind die Dienstsysteme und wie Fachkräfte brauche ich? Die Botschaft, die da bei Ihnen reinkommen kann, ist, ich kann signifikant Personalmangel kompensieren, indem ich es an einem Standort bündel. Weil ich habe halt nicht zwei Dienstsysteme oder gar drei Dienstsysteme parallel laufen. Ja, die ich ohnehin nicht mehr habe morgen. Deswegen erzähle ich Ihnen das. Und ich erzähle es Ihnen nicht, weil ich es klasse finde, hier eine alte Idee wieder aufrufen zu lassen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, das Thema Pfeifenkrug, was Sie hier sehen, ist eine alte Idee. Das wissen einige der Kollegen, die viel länger hier vor Ort sind, viel besser als ich. Mein Privileg war es, vor anderthalb Jahren das Ding wieder aufleben zu lassen.
im Sinne von diesen Prozesses, weil das Thema Pfeifenkrug als ein zentraler Standort im Landkreis, den gab es schon vor 10, 15 oder 20 Jahren. Nur hat es damals niemand gewagt, darüber nachzudenken, weil die historisch gewachsenen Krankenhausstrukturen so waren und so sind, wie sie jetzt sind. Und natürlich sagt eine Halberstadt nicht Hurra, ja, wenn wir sagen, wir wollen das. Und natürlich gibt es auch noch andere Spieler in der Versorgung, die sich auch fragen, ja, wo ist da mein Platz? Ich kann nur sagen, das ist unser Anteil an einem Angebot, an die Versorgung für die Zukunft, wo wir mal irgendwann losgehen müssen. Weil wenn ich die Leistung nicht mehr vorhalten kann, weil ich die Leute nicht mehr habe, die sie ihnen, also die Fachkräfte, dann brauchen wir da nicht mehr losgehen. Weil wenn ich etwas weg ist, dann kriege ich es auch nicht mehr her. Und deswegen ist das Thema Pfeifenkrug, so nennen wir das intern, entstanden. Und die wesentliche Maßgabe ist, wenn Sie hier den Landkreis Harz sich angucken, bei der Notfallversorgung, ich hatte vor einer halben Stunde gesprochen, 2/3 erreichen diesen Standort innerhalb von 20 Minuten. 2/3 der Bevölkerung des Landkreises Harz. Und der Rest in 40. So, notfallversorgungstechnisch super, Haken hinter. So, würde man so etwas ins Naturschutzgebiet bauen? Natürlich nicht. Das würde man nicht in irgendein Naturschutzgebiet bauen, wo dann möglichst noch ein Naturschützer um die Ecke kommt und dann einmal sagt, ich habe jetzt hier dies und das und jenes gefunden, Baustopp für die nächsten 10 Jahre, bis du umgesiedelt hast oder jenes. Nein, man würde auf die andere Seite gehen, nämlich in eine städtische Struktur, ja, wo Infrastruktur da ist, eine Autobahn, Ab- und Auffahrt und. Und natürlich auch die Menschen, die dort arbeiten sollen, Kindergarten finden, Parkplatz und so weiter. Ja, aber das ist eine zentrale Struktur, wo wir sagen, das ist ein Angebot. Auch bewusst ganz offen damit umgehen, so wie heute auch, den Kollegen vorstellen, also auch den anderen Krankenhauskollegen, den Ministerien vorstellen und Werbung dafür machen. Und das, worum ich Sie bitte, ist für sich zu prüfen, zu sagen, welche Versorgung möchte ich perspektivisch haben? Und wenn Sie zu dem Schluss kommen, das ist unterstützenswert, weil ich, Sie, wollen noch einen Arzt, einen Facharzt in verschiedensten Disziplinen in Ihrer Region haben, dann bitte ich Sie perspektivisch, das zu unterstützen und dafür auch Rabaut zu machen. Im Sinne davon, dass Sie und Ihre Nachkommen davon profitieren. Das kann man jetzt noch ein bisschen ausschmücken. Im Sinne von, was spricht dafür und was spricht dagegen. Die Botschaft, glaube ich, ist relativ klar. Wir reden nicht nur von Geld. Und ich glaube, wir kommen relativ zeitnah in die Situation, dass Geld sekundär sein wird. Das erleben wir ja heute schon an bestimmten Punkten. Ja, Ukraine-Krieg, über Nacht gab es ein, wie schweres, hunderte Milliarden schweres Programm, wie auch immer finanziert. Unser Problem wird sein, habe ich Leute. Denken Sie an diese demografische Kurve. Wir wissen, dass wir genug Patienten haben werden. Gibt es Inzidenzen? Die krankenhausbehandlungspflichtig sind. Bei aller Diskussion um die Ambulantisierung und was kann ich alles ambulant machen? Und ich kann vieles ambulant machen. Will ich immer alles ambulant machen, ist eine andere Frage. Aber ich kann vieles ambulant machen, aber nicht alles. Und die Frage dürfen Sie sich auch beantworten. Will ich da als älterer Mensch, der vielleicht auch zu Hause alleine ist, nach so einer OP rausgeschickt werden und sagen, sieh zu, wie du klarkommst? Ja? Und die Wege gestalten? Wir sind nicht in einer Großstadt, wo Sie in die U-Bahn steigen können und morgens zum OP fahren. Sie müssen sich im Zweifel fahren lassen. Ja, und. Auch wenn Sie irgendwas erreichen wollen, muss man langfristig Verkehrskonzepte entwickeln. Und viele andere Themen, die da im Raum stehen. Und natürlich stellt sich der ein oder andere fragen, was wird denn aus unseren schönen Krankenhäusern? Ja, wir können dankbar sein, dass wir sie jetzt haben. Und natürlich werden wir sie benutzen und für ambulante Strukturen und. Ja. Ich mache hier Werbung und versuche Ihnen die Rationalen herzuleiten, die ganz maßgeblich auf der Notfallversorgung beruhen. Und Notfallversorgung geht nicht ohne Routinebetrieb. Und die Schnittstelle, die da dran hängt, hängt auch die ambulante Medizin. Denn bestimmte Spezialmedizin, bestimmte Fachärzte werden Sie in der Flächenstruktur nicht mehr ohne Krankenhaus aufrechterhalten können. Wer von Ihnen sucht einen Kardiologen und möchte einen Termin innerhalb von 4 Wochen haben? Ich glaube, so der ein oder andere. Wann kriegt er ihn? Ja, da haben Sie ja schon Glück gehabt. Ja? Und so gehen wir von einem zum anderen. Und die Chance besteht ja darin, dass ich bestimmte Ärzte sowohl als auch benutzen kann. Ist aber im Moment im System nicht vorgesehen. Ja? Und das können wir uns nicht aussuchen. Das können sich auch die Kollegen nicht aussuchen. Wer stationär arbeitet,
kann ich automatisch auch ambulant Leistungen erbringen. Ja? Und manches wird auch in Grauzonen auch heute noch gemacht. Aber da ist man hinterher gerade, uns diese Grauzonen auch wegzunivellieren. Und da denken Sie an sich ganz egoistisch. Ja? Und ich kann nur sagen, die meisten reden und sagen, ich hätte gerne einen mein Tante-Emma-Laden bei mir um die Ecke. Vergessen aber dort einzukaufen, sondern bestellen bei Amazon und wundern sich, dass der Laden zu ist, dann irgendwann. So, hier haben wir die Situation, wir sind sehr gut befragt, auch alle anderen Krankenhäuser sind gut hinterfragt, aber wir haben keine Leute, die hinterm Tresen stehen, irgendwann mehr. Und wir können warten, dass das zusammenbricht oder wir fangen in einer rechtzeitigen Situation an, darauf hinzuarbeiten. Wir machen uns einen Kopf, wir gehen sehr detailliert vor, weil ich möchte nicht derjenige sein, der sagt, geht nicht, war nicht, der ist schuld, ich bin's nicht, sondern ich sage, unsere Analyse, unsere Ergebnisse, unser Vorschlag. Arbeitet euch an unserem Vorschlag ab und gerne auch an mir. Ich sage jetzt mal als zugespitzt, weil es wird nur besser dadurch. Wenn ihr eine bessere Lösung habt, gerne. Sie muss nur lösbar sein. Und das, worum ich Sie bitte, ist, erheben Sie Ihre Stimme zu Ihrem Wohl, im Sinne davon, nicht, dass Unmögliches möglich wird, sondern dass wir jetzt anfangen, Mögliches möglich zu machen. Und das schaffen müssen. Konzentrieren Sie sich darauf, Unmögliches zu verteidigen oder setzen Sie darauf, dass was wir erarbeitet haben, ist sinnhaft und unterstützen es im Sinne davon, Mögliches möglich zu machen. Für sich und Ihre Nachkommen. Warum ist dort ein F-35 Tarnkappenjet? Haben Sie eine Idee? Weil man nicht merkt, wie die Veränderung kostet. Nee, das Ding kostet ungefähr so viel wie das, was ich vorhab. Und der eine oder andere wird sich daran erinnern, wie wir darüber auch öffentlich diskutiert wurden. Können wir nicht, wollen wir nicht. Und kaum ändert sich die Welt, muss über Nacht gehen. Hier geht nichts über Nacht. Im Krankenhaus geht nichts über Nacht mit Veränderungen. Eine Ausbildung dauert mehr als 10 Jahre. Veränderungsprozesse dort dauern mehr als 10 Jahre. Krankenhausstrukturen sind in den letzten 35 Jahren angefasst worden, in ganz vielen Schritten, auch um sie herum schon in ganz vielen Schritten. Hat sich schon ganz viel getan. Und trotzdem ist aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen Kollegen etwas Weiteres notwendig. Und es ist klug, deswegen mache ich es nicht, nicht über Geld zu reden. Weil die Idee muss erstmal wichtig sein und dann wird sich das Geld dazu finden. Dafür werde ich auch gerne zerrissen, aber am Ende ist es häufig so. Es muss erst eine Entscheidung her, wir wollen es. Dann findet sich das Geld schon auf dem Weg. Vielen herzlichen Dank für den Teil. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil ich habe heute über Politik geredet und über Strukturen. Und normalerweise steht ein Krankenhaus für Inhalte. Also, medizinische Versorgung, dass man ihnen sagt, worum geht was. Und zum Beispiel haben wir morgen, also wir haben ein Forum wieder aufleben lassen, das heißt der medizinische Mittwoch. Und da wechseln wir auch zwischen den Standorten. Und unter anderem stellen wir morgen in Quedlinburg ein Thema vor. Schlechte Leberwerte, was nun? Sehr praktisch, nicht so akademisch, wie ich das jetzt mache, sondern der eine oder andere von Ihnen weiß, wenn er zu seinem Hausarzt geht, oh, ich soll das nicht, jenes, dies nicht. Und so haben wir uns versucht, ganz wichtige Themen anzugucken, in so einem regelmäßigen Rhythmus, gibt es auch was zu essen und zu trinken dazu, im entspannten Gespräch mit den Fachleuten, die das auch hinterfragen. Zum Beispiel das Thema Schlaganfall, haben wir heute drüber geredet, Bauchspeicheldrüsenerkrankung, Hautkrebs, auch ein Thema, kommt immer häufiger. Kardiologie, das Herz, die Gynäkologie, Arthrose, haben wir alle, ich stehe vor Ihnen, das Kreuz tut weh, war auch schon bei unserem Kollegen, der hat zu mir gesagt, ja, da kann ich nichts machen, schluck eine Pille, mach weiter. Ja, also ich hatte gehofft, er hilft mir, ja, Herr Letzel, hat mich auch wieder weggeschickt. Oder gerade auch zum Thema psychiatrischen Erkrankungen, das ist deutlich schwieriger. Ne? Ein gebrochener Arm, gebrochenes Bein, versteht jeder, akzeptiert jeder. Das ist deutlich schwieriger zu transportieren. Nutzen Sie es,
Es ist auch ein Angebot. Und ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch das Aushalten, dass Sie akzeptiert haben, dass ich keine Pause gemacht habe, bedanken und erwarte Ihre Fragen. Wir müssen mal einen Augenblick warten, bis das Mikro da ist, damit alle anderen Sie auch hören, weil ich würde Sie ja jetzt hören, aber ich glaube alle anderen auch nicht. Ja, schönen Dank erstmal für Ihren doch sehr beeindruckenden Vortrag. Mein Name ist Jürgen Metger, ich bin auch einige Jahre im Krankenhaus beschäftigt gewesen, hatte Ihnen meine E-Mail geschrieben. Sie hatten ja zuletzt über die Visionen gesprochen. Ich möchte jetzt mal auf ein ganz aktuelles Thema kommen, was mich also beschäftigt hat. In den zurückliegenden Wochen waren mehrere Beiträge in der Volksstimme erschienen über verunfallte Bürger, unter anderem auch Bagatellunfälle. Und da musste ich dann lesen, dass ein Bürger aus der Breiten Straße mit dem Krankentransport nach Halberstadt gefahren wurde. Und da hatte ich in meiner E-Mail an Sie und auch an die Lokalredaktion der Volksstimme gefragt, ob das sinnvoll ist, ob es ökonomisch, ökologisch ist, wenn in 1,5 Kilometer Entfernung ein modern ausgerüstetes Krankenhaus mit Hybrid-OP und allem Möglichen zur Verfügung steht. Sie haben der Notfallversorgung breiten Raum in Ihrem Vortrag eingeräumt und das ist sicher auch richtig und wichtig, aber für mich stellt sich die Frage, müssen wir in Wernigerode auf eine Notfallversorgung verzichten? Denn es sieht ja so aus, wenn ein Bagatell-Radunfall nach Aschersleben, nach Halberstadt gefahren wird. Und diese Frage hätte ich eben gerne beantwortet. Wernigerode habe ich auch geschrieben, ein Zentrum der Kultur, des Tourismus, Oberharzorte, Umgebung. Und wenn jetzt zum Beispiel die Sängerin aus China oder aus Vietnam beim nächsten Chorfest hinfällt und nach Halberstadt oder so gefahren wird, denke ich, macht das keinen unbedingt guten Eindruck. Dazu hätte ich gerne eine Antwort von Ihnen. Also ich habe es ja schon versucht, während des Vortrags Ihnen zu geben. Wir haben gar keine andere Wahl, als bestimmte Sachen über die Standorte zu konzentrieren. Und wir haben die Unfallchirurgie, also in unserem Verbund Unfallchirurgie und Orthopädie, am Standort Quedlinburg gebündelt. Wir versorgen eine Grundstruktur der Chirurgie, auch am Standort Wernigerode, aber nicht mit unfallchirurgisch-orthopädischem Schwerpunkt. Also wenn Sie mich jetzt so fragen, wo muss ich hin, welchen komplexen Unfall habe, nach Quedlinburg oder Halberstadt, ja. Darf ich Sie unterbrechen? Es ging um Bagatellunfall. Ja, dann muss man die Frage, die häufigeren. Dann ist wieder die Frage, wie bagatell ist der Unfall? Ist es ein stationär behandlungspflichtiger Unfall? Dann würde ich sagen, ja, so. Ist es ein ambulanter Unfall? Also im Sinne von auch ambulant behandelbar. Dann reden wir von ambulanten Strukturen. Also da sind wir raus aus dem stationären Versorgungssektor hin zu einer ambulanten Versorgung, wo man auch unfallchirurgisch gipsen, kann man auch ambulant tun. Da, wenn Sie jetzt die Frage stellen, naja, wo ist denn hier die nächste Praxis, die sich darum kümmert? Da kann ich nur sagen, das ist originär nicht unsere Baustelle. Doch, das MVZ. Das ist originär nicht unsere Baustelle, sondern die der KV. Sondern wir bedienen einen Teil des niedergelassenen Bereichs. Ja? Ja, ich will einfach nur wissen, gibt es eine Notfallversorgung in Wernigerode oder nicht? Ja, es gibt eine Notfallversorgung. Ist die am Standort des Krankenhauses oder ist die jetzt ausgelagert am Standort an die KV oder sonst wohin? Es gibt eine Notfallversorgung am Standort Wernigerode für innere und chirurgische Fälle. Punkt. Und warum werden die dann nach Halberstadt gefahren? Naja, weil wenn sobald Sie unfallchirurgisch-orthopädisch komplexe Sachen haben, können Sie das bloß noch in Halberstadt und Quedlinburg versorgen. Das ist die Botschaft. Eine andere gibt es nicht. So einfach ist das. Das ist genauso, wie Sie einen Herzkatheter nicht hier haben, sondern in Quedlinburg. Und genauso wie der Quedlinburger, wenn er einen Schlaganfall bekommt, in der Notaufnahme dann am Ende hier auf der Schlaganfalleinheit landet. Das ist die Realität. Also es gibt, Sie sagen ja eindeutig, es gibt keine Notfallversorgung. Ich meine, wenn jeder Unfall nach Halberstadt gefahren werden muss. Also ich glaube, jetzt wird's feinsinnig. Ich habe die Frage beantwortet. Wir können das auch gerne bilateral nochmal klären, weil ich glaube, der Rest steigt aus gerade. Ja. Also
Also auf die Reihenfolge müssten Sie bitte achten. Ja. Herr Kollege, Sie haben ein Szenario hier vorgetragen, was mir etwas Angst macht. Die Herausforderungen sehe ich auch. Die Zentralisation macht für mich Verlustängste. Und die spüren wir alle in Wernigerode vielleicht mehr, als Sie das so sehen möchten. Wir haben zum Beispiel keinen Vertreter mehr im Aufsichtsrat. Warum hat Wernigerode keinen Vertreter im Aufsichtsrat Ihrer Klinik? Das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Wir haben Verluste, wir haben keinen D-Arzt mehr hier. Es sollte immer ein D-Arzt hier sein, bis 17 Uhr. Gibt es nicht mehr. Die ganze Unfallchirurgie, die ist auch, das wurde ja eben schon angedeutet, die ist missliebig für die Wernigeröder Bevölkerung und die anderen. Und ich erlebe auch immer wieder als Kollege, wenn Patienten von mir plötzlich mit einem Unfall nach Halberstadt gefahren werden und nicht nach Quedlinburg. Und dann wird begründet, ja, wir haben ja in Quedlinburg keine entsprechend qualifizierten Ärzte und wir müssen ja die Kilometerzahl sehen. Und wir unterstützen damit noch ein privat geführtes Krankenhaus. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Gut, ich würde mal versuchen, also ich habe jetzt drei Fragen rausgehört. Besetzung des Aufsichtsrats. Ich habe das Thema rausgehört, D-Arzt. Und ich habe die Qualifikation der Unfallchirurgie und Orthopädie in Quedlinburg rausgehört. So. Die erste Frage, Besetzung des Aufsichtsrats. Also die Besetzung des Aufsichtsrats einer GmbH ist ein gesellschaftsrechtliches Thema. Das ist in einem kommunalen Unternehmen so geregelt, dass das es gibt eine Satzung des Unternehmens, daran ist festgelegt, wie viele Aufsichtsratsmitglieder gibt es und wo kommen die her. Da ist nicht festgelegt, dass die aus dieser oder jenen Stadt kommen müssen, sondern dass sie aus dem Landkreis kommen müssen. Das, was Sie zum Ausdruck bringen, ich sage jetzt mal mittelbar, und das ist ja auch dankenswert, was Sie ja sehr offen adressieren, sind die Verlustängste von Wernigerode. Also die Sorge, dass Entscheidungen vorbei an den Interessenslagen von Wernigerode getroffen werden. So. Deswegen bin ich ja heute auch hier, um Ihnen zum Ausdruck zu bringen, wir denken Wernigerode, aber wir denken primär den Landkreis. Und Wernigerode ist ein essentieller Bestandteil des Landkreises. Er hat sogar die größte Einwohnerzahl und auch die größte Versorgungsregion. Und ich habe einen Teil, vielleicht mal ein kleiner Ausschweif noch, bevor ich auf die anderen beiden Fragen rückkomme. Eine der Fragen, die man sich ja zwischendurch auch stellen kann, ist, mache ich eigentlich einen Standort zu und mache es am anderen Standort? So, das Theater, was da entsteht, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Welches Geschrei dann entsteht. Es ist auch mal mit und ohne Geschrei. Es ist deswegen nicht sinnhaft, weil wir die Notfallversorgung für den Landkreis dann nicht aufrechterhalten können. Weil keines der Häuser ist so gelegen, dass eine sinnhafte Versorgung des gesamten Landkreises sicherstellen kann. Wernigerode ist zu weit westlich und Quedlinburg zu weit östlich gelegen. Und damit die Versorgungsstrukturen und zeitlichen Themen. Also das vielleicht als ein Thema. Also die Besetzung des Aufsichtsrats, da habe ich auch nichts mit zu tun. Da sind wir sozusagen weder der Geschäftsführer, sondern das ist ein nachrangiges Thema, das wird über den Gesellschafter mitgeregelt und über die Satzung. Und es ist auf Landkreisebene. Ja? Also das ist nicht auf Stadtebene, nicht auf Gemeindeebene, ähnliches. Und das, was Sie beschreiben, ist, glaube ich, eine politische Wahrnehmung da. Frage D-Arzt. D-Arzt ist ein spezieller Arzt, der in den berufsgenossenschaftlichen Bereich kommt. Das ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sogar noch ein dritter Bereich. Der ist eigen geregelt, gehört der ambulanten Medizin und wird von der Berufsgenossenschaft klar geregelt. Die schreiben vor, wie lange eine D-Arztpraxis offen hat, welche Qualifikation dieser Arzt haben muss. Die ist inzwischen sehr, sehr hoch. Und nicht, also das hat sich über die letzten Jahre massiv erhöht. Und auch die Arbeitszeit, wann der ansprechbar sein muss. Und wo die sein sollen, das macht die BG, nicht wir. Ja? Da sagen Sie jetzt, Sie haben ja MVZ, Sie können ja alles machen. Nee, wir können auch nicht alles machen. Sondern das ist ein Thema der berufsgenossenschaftlichen Versorgung. Und derjenige, der das tut, muss diese Spielregeln alle einhalten.
Das ist ein bisschen komplizierter. Also wir, ich meine, und die Antwort, das ist häufig ein Thema, na, wir haben noch ein Krankenhaus, die können es doch machen. Nee, können wir nicht. In diesem speziellen Fall. Die andere Frage ist, ist die Qualifikation der Unfallchirurgen und Orthopäden in Quedlinburg, in Halberstadt signifikant höher als die in Quedlinburg? So, da werden Sie von mir ein ganz, also ich meine, wir haben eine exzellente Unfallchirurgie und Orthopädie und ich kann auch sagen, Herr Dr. Letzel, der wohnt hier in Wernigerode, der ist vielen persönlich bekannt, ist ein exzellenter Kollege, fachlich exzellent, hat eine tolle Mannschaft. Ja, wir haben die auch nochmal verstärkt durch einen sehr bekannten Schulterchirurgen, hier auch aus der Region und. Also das Spielen, derjenige, der dieses Gerücht streut, spielt nicht mit offenen Karten und mit ehrlichen Karten. Also für die Qualität unserer Unfallchirurgie und Orthopädie lege ich meine Hand ins Feuer. Ja? Andere Fragen? Bitte. Mein Name ist Katrin Kabelitz, ich bin Hausärztin hier in Wernigerode und wir haben jetzt gehört, dass also eins von den beiden Laboren, Quedlinburg oder Wernigerode, nur noch bestehen soll. Jetzt in nächster Zeit, nicht erst, wenn es ein Zentralkrankenhaus gibt. Also, und da haben wir also jetzt uns erkundigt, ich spreche hier doch als, ich habe mich heute abgestimmt, wir haben eine Hausarztgruppe und wir sind da recht viele Hausärzte und wir würden schon bitten, auch aus ökonomischen Gründen, dass also das Labor in Wernigerode ist ja größer. Wir sind ungefähr 50 Ärzte hier, ambulante Ärzte, die in der Laborgemeinschaft sind. In Quedlinburg sind das deutlich weniger und es wäre für uns schon deutlicher Nachteil, wenn jetzt, also in der Zeit, wo es noch diese verschiedenen Standpunkte gibt, wenn es das Labor in Wernigerode nicht mehr geben würde. Vor allem ist es schlecht für die Berufstätigen, weil wir, wenn wir Nachmittags- und Abendsprechstunden machen, das machen wir ja an mindestens 3 Tagen in der Woche, da ist es oft so, dass wir dann entweder ich bringe das Blut von akuten Patienten noch ins Labor oder auch die Patienten. Und der Laborfahrer kommt ja immer früh und holt das Labor und manchmal noch Mittag, aber Nachmittag und abends nicht. Und das würde schon einen erheblichen Nachteil für die akute Versorgung der Bevölkerung, die müssten wir ja dann alle einweisen, wenn so akute Probleme sind. Das wollte ich hier nochmal ansprechen. Ich habe jetzt keine wirkliche Frage rausgehört. Wonach wird das gehen und wird das Labor in Wernigerode so lange bestehen, bis es ein Zentralkrankenhaus gibt? Die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil wir haben in verschiedensten Bereichen, also ich würde es mal so beantworten, wir denken darüber, also wir haben im Moment gar nicht 2 Labore. Wir haben am Stand, also wir haben ein Labor unter einer Leitung, Frau Dr. Königsmark, was 2 Standorte betreibt. Was anderes haben wir gar nicht. So. Und wir haben, wie in allen anderen Bereichen auch, das Thema, dass wenn ich etwas rund um die Uhr vorhalten muss, brauche ich eine bestimmte Zahl an Fachkräften. Auch im Labor. So. Und das Thema Labor ist ja eins, was sehr schön ist. Es geht ja sogar so weit, dass da passt zum Beispiel der Laden um die Ecke auch sehr gut zu. Wir haben ja die Situation, dass inzwischen Laborproben durch die ganze Republik gefahren werden. Und auch viele Ihrer Kollegen, jetzt nicht Sie, ich bin da ganz dankbar für und möchte da auch Werbung für machen, dass wir nämlich, wenn wir etwas lokal erhalten wollen, dann müssen wir es auch nutzen miteinander. Und man kann nicht etwas fordern und nicht in Anspruch nehmen und sagen, naja, aber jetzt brauche ich es doch. Und wir werden bei allem, was wir tun, also ich meine, wir müssen beide Standorte versorgen, wir haben ein hohes Interesse daran, dass wir auch mit den Laboren, was wir haben, auch mit den Praxen zusammenarbeiten, weil das natürlich auch uns hilft und allen anderen hilft. Wir haben doch strukturelle Themen noch zu lösen. Ich sage jetzt mal einfach, wie versorgt man das, wie holt man die Sachen ab? Herr Gede, unser Logistiker, ist auch da, der kann auch noch ein Lied dazu singen. Also im Sinne von, welche Herausforderungen sind und dankenswerter, oder leider bringt nicht jeder seine Laborproben vorbei, was ja sehr schön ist, sondern erwartet auch, dass sie abgeholt werden und idealerweise zu diesem Zeitpunkt. Also da spielen mehrere Faktoren eine Rolle rein. Also das, was ich hier raushöre, ich würde es mal versuchen, das war ja so eine ganz klare Frage, war nicht.
wird es eine Laborphase, also wir haben ein sehr hohes Interesse, also ich auch, dass wir ein Labor am Harzklinikum behalten. Funktionsfähig rund um die Uhr. So. Sind wir gezwungen, bestimmte Strukturmaßnahmen eventuell zu ergreifen? Kann passieren, ja. Ist es uns wichtig, mit den Niedergelassenen und die Versorgung auch in Wernigerode aufrechtzuerhalten? Na klar, beide Standorte. Kann ich Ihnen eine Garantie geben, dass es an jedem einzelnen Krankenhausstandort, wir reden hier von 250 bis 300 Bettenhäusern, ein einzelnes Labor gibt? Nein, kann ich Ihnen nicht garantieren. Das ist ja Irrsinn. Wir können uns freuen, wenn wir das Labor halten können. Ich sage es jetzt mal so drastisch. Und wollen. Ne? Explizit. Und ich glaube, das andere müssen wir versuchen auch zu regeln miteinander. Und da kann ich hier in dieser Runde auch nur noch mal sagen, lassen Sie uns Wege finden, eine regionale Versorgung aufrechtzuerhalten und nicht auf die 2 Cent zu gucken, um die es da manchmal geht, sondern wirklich auch zu gucken, damit auch wir sind gezwungen, unsere Themen auszulasten und die Mitarbeiter sinnhaft zu beschäftigen. Und vieles von dem, was wir gerade tun, ist ja genau diese Strukturen so auszureizen, dass sie erhalten bleiben können. Ja. Also ich würde mal mit einem, ohne das Fachgebiet nennen zu wollen, ich hatte die Situation bis vor 2 Wochen, ich hatte eine Fachdisziplin in unserem Haus, die diagnostisch tätig ist. Hocheffektiv. 2 Personen krank geworden. Von 3. Sofortiges Chaos. Sofort Krisenstimmung. Ja? So schnell kann es gehen. Und dafür kann keiner was. Ja? Ich habe ein hohes Interesse, dass das Labor bei uns bleibt und auch ist. Und auch mit Frau Königsmark, glaube ich, haben wir auch eine gute Chance. Und der Rest muss sich zeigen auf dem Weg. Aber ich habe ein hohes Interesse, dass wir auch dazu im Gespräch bleiben, weil ich möchte nicht, dass wir diese ambulant-stationäre Verzahnung verlieren auf dem Weg. Danke. Mein Name ist Gabriela Nagler, ich bin Wernigeröderin. Ich arbeite für die Landesinitiative Fachkraft im Fokus im Welcome Center. Wir unterstützen Fachärzte, die aus dem Ausland kommen. Und da interessiert mich, was den demografischen Wandel und die Fachkräftegewinnung anbelangt, wie gut die Gesundheitsberufe ihren Platz finden im Harzklinikum. Und wie sieht die Praxis für die Fachärzte aus? Weil man immer hört, es gibt diese Sprachbarrieren und die Patienten lehnen das zum Teil ab, weil sie nicht verstanden werden oder Behandlungsfehler auftreten könnten durch diese sprachlichen Hürden. Da würde ich gerne mal wissen, wie es in der Praxis wirklich aussieht. Vielen Dank für die Frage. Also ich würde es mal ganz global beantworten. Wenn wir keine ausländischen Kollegen hätten, die es aus ihrem Land vertrieben hat, aus welchen Gründen auch immer, und die es nicht nur einfach haben, könnten wir viele Krankenhäuser in Deutschland nicht mehr betreiben und dieses am Standort Wernigerode auch nicht. Wir sind darauf angewiesen und ich bitte jeden, aber wirklich jeden, freundlich zurück zuvorkommen, mit diesen Kollegen umzugehen. Wenn sie die nicht haben, haben sie keinen. Und vor der Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist, dass die Hürden sowohl für die Kollegen als auch für uns und auch für die, ich sage jetzt mal, mitteleuropäisch sozialisierten Kollegen, also die mit mir zusammen zur Schule gegangen sind, ihre Ausbildung, natürlich ist auch eine Bürde. Ist. Dieser Weg, Sprachanpassung, Strukturanpassung, Kulturanpassung, ist ein Weg. Wir sind darauf angewiesen, nicht nur im ärztlichen Bereich, auch in anderen Bereichen. Wir haben hier sogar das Privileg, im Pflegebereich weitestgehend noch darauf verzichten zu können. Es gibt Bereiche, da geht es gar nicht mehr ohne. Und wir kaufen uns da Schwierigkeiten mit ein. Sprachlich, kulturell, verständnistechnisch. Das ist so. Da müssen wir alle dran arbeiten. Eine andere Alternative dazu haben wir nicht. Warum haben wir die nicht? Das Land Sachsen-Anhalt, nehmen wir das Thema Ärzte, bildet eine Zahl Ärzte aus. Von denen, die an den beiden Universitäten ausgebildet werden, verbleibt nur ein sehr geringer Teil im Land Sachsen-Anhalt. Die anderen gehen woanders hin, üblicherweise in Großstädte oder in andere Regionen. Woran das liegen mag, kann jetzt jeder für sich beantworten. Worum ich bei den Unis ringe und auch mit meinen Kollegen ringe, ist, die universitäre Ausbildung auch in die Fläche zu tragen. Und nicht nur am Ende des Studiums, so wie heute im PJ, sondern auch als Bestandteil des Studiums. Dass man bestimmte Teile auch in Krankenhäusern
außerhalb der Universitätskliniken lernen kann, damit die Integration und auch das Kennenlernen von Studierenden, nämlich mit anderen Strukturen, wichtig ist. Also ich kann Ihnen ja sagen, warum bin ich Nuklearmediziner geworden? Ja, ich bin deswegen Mediziner geworden, weil ich meinen Kinderarzt toll fand in der Poliklinik, ja, als ich ein kleiner Steppke war. Deswegen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren, also persönlicher Kontakt. Ja, dann bin ich im Zivildienst, den ich machen durfte, also ich bin so ein Jahrgang, der 89 gerade bei der Armee war und dann Zivildienst machen durfte trotzdem noch, bin ich in einer Rettungsstelle gelandet und habe Innere und Kardiologie verstanden, wollte ich Kardiologe werden. Ja, und dann haben die Kardiologen an der Charité zu mir gesagt, Mensch Matthias, geh doch mal in die Nuklearmedizin, Nuklearkardiologie, das ist doch was Spannendes. Dann habe ich hängen geblieben. So laufen die Wege. Ja, man sagt ja nicht hinterher, ich will mal irgendwann Chef eines Krankenhauses werden. Ja, auf die Idee kommt ja keiner. Ja, also ich jedenfalls nicht. Und genau das müssen wir den jungen Menschen ja auch anbieten, dass sie auch in ihrer Phase, wo sie Familie bilden, Leute kennenlernen, auch mal Situationen lernen, Mensch, das hat auch einen Vorteil, in einem eingespielten Team zu arbeiten, ob in der einen oder anderen Krankenhaus, in der einen oder anderen Situation. Und das ist die größte Chance, die wir haben. Und bei den, ich sage jetzt mal, Kollegen mit ausländischem Hintergrund, darauf sind wir angewiesen. Und natürlich ist das für eine sprechende Medizin schwierig, wenn ich jetzt eine Psychiatrie nehme und sage, naja, der tut sich aber schwer damit, die Feinheiten rauszuhören. Na, unbesehen. Ja, wer das negiert, ich weiß nicht, wo er hingehört. Ja, und es ist in einer Notaufnahme auch schwierig, wenn ich dann Patienten habe, ohnehin eine komplexe Situation. Ich hatte es Ihnen ja vorhin versucht zu erklären. Notfall, komplexeste Situation, die man sich vorstellen kann. Da brauche ich eigentlich die Profis vor Ort. Ja, hohes und klares Tun. Ist das ein Hinderungsgrund? Aber wir brauchen sie. Und unsere Aufgabe ist es gemeinsam auch mit allem, also ich meine, wir tun uns schwer mit den Ämtern, dass sie die Berufe anerkennen, wir tun uns schwer mit den Sprachprüfungen und. Also das ist die Hürden, die wir auferlegen, sind sehr groß. Und jetzt muss ich vielleicht mal so einen kleinen Seitenhieb zur Politik machen, zur Steuerung. Wir reden ja immer davon, dass wir für bestimmte Sachen Einwanderung wollen. Ja? Und auch ein Einwanderungsgesetz für diejenigen, die uns nützen, ich formuliere es mal so platt, wie ich es mal verstehe, schaffen wollen. Aber wo sind wir denn da? Wo steht denn auf welcher Webseite, dass wir Ärzte mit diesen und jenen Qualifikationen brauchen, die sich dort anmelden können, wenn sie das erreicht haben, dort sein können und eine Aufenthaltsgenehmigung und ähnliches? Nein, das ist in jedem Bundesland anders und der Weg ist ein schwieriger. Und die sind natürlich auch interessiert, machen das eine dort und hier. Also das ist ein Thema, wo wir alle hier gemeinsam Hilfe brauchen. Und deswegen kann ich nur sagen, danke für die Frage. Und mein Mantra und meine Bitte an Sie, erheben Sie im positiven Sinne Ihre Stimme, sorgen Sie für Ihre eigene Versorgung perspektivisch. Und seien Sie auch gastfreundlich, weil wenn wir die nicht haben, haben wir keinen. Ist jetzt überspitzt. Ja, wir brauchen alle, so ist vielleicht korrekt. Ja, halbwegs. Hallo, ich bin Samantha Mantel, ich komme aus der Stadtverwaltung Quedlinburg. Meine Frage ist so ein bisschen daran verknüpft, Fachkräftemangel. Ich finde es auch sehr gut, dass Sie lösungsorientiert sind, das sind wir auch und bieten auch für neue Ärzte oder Ärzte so ein kleines Willkommensgespräch. Wir helfen bei Kita-Plätzefindung oder Wohnungfindung. Aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt so eine zentrale Krankenhaus hätten, was ich auch, Sie haben mich hier wirklich überzeugt. Was können wir als Kommune bzw. der Landkreis machen, um A, die Fachkräfte hierher zu kriegen und wenn die hier sind, auch hier bleiben? Also Sie haben so ein bisschen von Sprachkenntnissen erwähnt. Brauchen wir mehr Sprachkursen? Brauchen wir vielleicht in den Kommunen mehr Ansprechpartner, um diese Ärzte, den Verbindungen oder Leute kennenzulernen? Was können wir machen, damit, wenn diese Ziele kommen würden, als Zentralkrankenhaus, dass wir auch als Kommune und Landkreis vorbereitet sind, die Fachkräfte auch hier willkommen zu heißen. Ja, vielen Dank. Also die Kommunen sind heute auch schon ganz, ganz wichtig. Wir brauchen die Bürgermeister mit all ihren Stäben an jedem Ort. Warum brauchen wir sie? Weil wir reden über Wohnung, wir reden über Kita, wir reden über Willkommenskultur, wir reden über ein Verkehrskonstrukt. Ja, ich kann Ihnen sagen, meine Frau arbeitet an der Charité und wird versuchen, übernächstes Wochenende mich mit der Bahn zu besuchen. Ich arbeite seit 2 Jahren hier. Ja, sie hat es in der ganzen Zeit und sie macht das regelmäßig, hat, glaube ich, eine Zugverbindung
adäquat funktioniert. Einer. Ja? Ich habe sie schon auf irgendeinem Feld abgeholt und abgesetzt. Das ist nicht förderlich. Und so wie ich mir das vorstelle, ich sage es jetzt mal, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Wir reden auch über ambulante Medizin. Wir haben mit dem Landrat und auch Bürgermeistern eine große Unterstützung auch, muss man ehrlich sagen, weil es für jeden natürlich auch für jeden Bürgermeister und die ist sehr wichtig, Gesundheitsvorsorge, weil sonst steigen ihm ja seine Bürger aufs Dach, mit Recht. So. Und da ist die Frage, was kann man auch für diese Strukturen sicherstellen? Also ich bin großer Freund von Poliklinikstrukturen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, in der Poliklinik verdanke ich, verdanken Sie, dass ich heute hier stehe und ich meinem Werdegang. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir eine Poliklinikstruktur über den Landkreis gezaubert. Also in Wernigerode, in Quedlinburg etablieren wir sie gerade, in Wernigerode wird es entstehen, kann ich Ihnen schon sagen. Das A-Haus, ein Teil des Krankenhauses, ist fest in unserer Planung als Poliklinik. Ja, das heißt, dort gehen Sie hin und haben möglichst viele Fachdisziplinen. Auch für die, die ihre eigenen Praxen haben, perspektivisch wollen wir das auch anbieten. Die müssen nicht automatisch Mitglied im MVZ sein. Das ist unsere Idee und das wird ein Weg dahin sein. Und dafür brauchen wir Unterstützung auch von den Kommunen und von den Städten, die dann sagen, wir kümmern uns vielleicht um die Immobilie. Jetzt hier in Wernigerode, Entschuldigung, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. In Quedlinburg wird es vielleicht mal anders sein. Oder in anderen Städten. Wir reden jetzt von Halberstadt, Blankenburg. Wir haben im Oberharz auch Strukturen. Ja? Dafür brauchen wir sie und wir brauchen am Ende auch eine vernünftige Verkehrskonstruktion, weil wir können ja nicht von einem Zentralkrankenhaus reden und sagen, jeder soll mit seinem privaten Pkw da hinfahren. Haut ja nicht hin. Wird ja irgendeiner nicht mehr haben, weil wir werden ja irgendwann die politische Entscheidung haben, dass man ab 75 zum Fahrtest muss als älterer Mensch, ob man Auto fahren darf. Aber wie man denn noch durch die Gegend kommt, die Frage ist dann vorher nicht beantwortet. Das erleben wir ja jetzt. Eine Atomkraft wird abgeschaltet, aber wo der Strom herkommt, wird nicht beantwortet. Also ich habe mal gelernt, erst das Problem lösen, bevor ich eins abschalte. Ja? Aber darauf müssen wir uns ja einstellen und deswegen werden wir auch in die Gespräche gehen und sagen, wie können wir bestimmte Pakete in den Kommunen, damit wir miteinander das entwickeln. Ja? Und ich habe ja nur gerade der Quedlinburger Bürgermeister, also Sie gucken ja mit Sorge aus Wernigeröder Sicht. Ich kann Ihnen sagen, der Quedlinburger Bürgermeister, der war nicht amused mit dem, was wir da zum Teil tun, als wir die Kinderklinik und die Geburtsstrukturen hier nach Wernigerode zentralisiert haben. Und auch andere Bereiche, muss man mal sagen, das ganze Thema Gynäkologie. Es ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, Sie haben die Chance, ja, wenn Sie Ihren Horizont ein bisschen über die eigene Stadt hinaus, Sie gewinnen, weil Sie werden ein Stück abgeben, aber Sie behalten es trotzdem in der Nähe, weil die Alternative dazu ist, weniger. Ja, und der Vorteil ist, wenn man auch eine Unfallchirurgie und Orthopädie hat, so schwer das ist, dass die nicht hier ist, aber sie ist wenigstens in einer halben Stunde erreichbar. Ja, und dasselbe gilt für die Kardiologie und dasselbe gilt auch für den Quedlinburger. Ja, es gibt kein Quedlinburg mehr in der Geburtsurkunde. Ja, und was es alles für Gründe gab, die ich mir anhören musste. Und inzwischen hat selbst der Oberbürgermeister, muss ich mal vorsichtig sein, von Quedlinburg gesagt, ja, auch er unterstützt das Konstrukt, weil er weiß, langfristig wird es keine Alternative dazu geben. Und das sind ja die Wege, die wir versuchen zu gehen. Und genau, und deswegen bin ich auch dankbar darüber, wenn die Frage, wo können wir helfen? Weil am Ende ist das nichts, was wir alleine regeln können. Ja, wir sind auch im Landrat im Austausch, wie kann man gucken, ausländische Fachkräfte herzuholen. Ja, und da reden wir nicht nur über Ärzte. Wir haben einen ganz vielen Mangel. Und das sind auch Sie wichtig, uns auch die Öffentlichkeit und die Presse wichtig. Dass wenn wir den Pflegeberuf klein und schlecht reden, wie unter Corona, dann brauchen wir auch nicht wundern, wenn da keiner mehr hingeht und das machen will. Ja, ich muss das aufwerten, auch in der Wahrnehmung, nicht nur beim Geld. Ja, das ist ein wichtiger Beruf. Ja, und ich muss eher darüber nachdenken, ob ich Pflegehilfsleistungen an andere abgebe. Ja, und auch sowas wie die Hochschule Harz hier zu nutzen, als Kondensationskern. Ich habe die reale Chance, wir haben hier eine Hochschule. Das hat nicht jeder. Ja, das ist ein richtiges Fund. Natürlich kümmern die sich jetzt nicht um Medizin. Aber die kümmern sich um ein paar Punkte und wir haben junge Menschen hier. Und die müssen wir für das begeistern, was wir tun. Ja, also kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben ein eigenes Projektteam, so ein kleines, losgestartet, wo wir wirklich auch sukzessive gucken, wie gehen wir mit den Kommunen um. Wir werden auch direkt auf sie zugehen, wo wir Hilfe brauchen werden. Ja? Weil sonst kommt ja keiner dahin. Ja? Und die Kinder müssen abgeliefert werden vorher. Und die Kindertagesstätte möchte bitte auch noch offen haben, wenn Dienstschluss ist. Ja? Und die möchte auch dann bitte offen haben, wenn gearbeitet werden muss und nicht 6, 8, 9 Wochen im Jahr zu haben, weil ich weiß nicht, welche Gründe. Ja? Ich bin nur heil dankbar dafür,
Also unser Sohn, den konnte ich morgens abliefern, zum Studium gehen und abends abholen. Und musste nicht überlegen, ob in dieser Woche dies oder jenes ist. Das war gesetzt. Also das gute alte DDR-Prinzip. Ja? Sorry dafür. Sie haben uns ja sehr eindrucksvoll die zukünftigen Pläne erläutert für ein Zentralkrankenhaus, wo alle Wachdisziplinen unter einem Dach sind. Aber ich glaube, bis das soweit ist, das werden wir alle, die wir hier sitzen, gar nicht mehr erleben. Ich hoffe schon. Deswegen habe ich eine etwas ketzerische Frage. Ich meine, die meisten Todesfälle haben wir ja nun mal in Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich hatte also auch das zweifelhafte Glück, einmal in der Stroke-Unit in Wernigerode und einmal in der Kardiologie in Quedlinburg landen zu müssen. Ist es denn wirklich nicht möglich, dass diese beiden Disziplinen in beiden Krankenhäusern vorgehalten werden, auch wenn man vielleicht aufs Herzkatheter verzichtet? Und weil wir ja gerade sagten, Zeit ist also das Wichtigste dabei, dass diese Transporte stattfinden müssen, noch über weitere Jahre und Jahrzehnte. Frage. Also, Sie haben völlig recht, das wird Zeit in Anspruch nehmen und deswegen haben wir ja das, was ich Ihnen als ein Szenario 2 beschrieben habe, wo wir jetzt sind. Diese Strukturierung ist auch unser Übergangsszenario. Also wir versuchen möglichst die Qualität, wir brauchen aber für alles eine Mindestgröße. Und Sie sagen zu Recht, naja, warum halte ich denn nicht eine Kardiologie vor? Wir halten eine Kardiologie auch in Wernigerode vor, aber ohne Herzkatheter. Ja? Und das ist dann auch ein abgespecktes kardiologisches Feld, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja? Und Ihr Vorschlag ist bitte an beiden Standorten. Damit ich eine umfassende Kardiologie anbieten kann, muss ich übermorgen 5 invasive, also es ist noch schärfer als die 3, in der Kardiologie ist so geregelt, dass ich 5 invasive Kardiologen, also das heißt, es ist ein Facharzt plus eine Subspezialisierung obendrauf, also wir reden jetzt von 12 Jahren plus, davon muss ich 5 Leute vorhalten, an einem Standort, damit ich das erbringen darf. Ich habe ich mir nicht ausgedacht, das vorgegeben, ne? Von diesen ganzen Gesetzen, untergesetzten Rahmenbedingungen. So, das schaffen wir mit Mühe an einem Standort. So, das Thema Schlaganfalleinheit, was jetzt hier in Wernigerode lokalisiert ist. Wir haben jetzt die Situation, dass wir mit Herrn Dömges und der Truppe da ein echt tolles Team haben. So, aber wir sind nicht in der Lage, zum Beispiel, wir haben im Moment 6 Schlaganfallbetten. Wir sind nicht in der Lage, da auf 10, 11, 12 zu gehen oder gar, was wir gerne würden, auch die Behandlung eines Schlaganfalls im Sinne einer Rehabilitation, das ist in Sachsen-Anhalt unterausgeprägt. Da gibt es ein Landesgutachten, wo drin steht, ist so ein Fachbegriff, die Rehabilitation, die danach notwendig ist, die man auch stationär durchführen sollte, ist unterausgebaut in Sachsen-Anhalt. Wir kriegen nicht genug Fachkräfte zusammen so schnell, dass wir das aufbauen können. Ja, wir würden es gerne. Und das ist auch ein realer Bedarf, da würde sich auch niemand einen Weg legen. Und wir brauchen aber nicht nur die Ärzte, die Spezialisten, den Reha-Mediziner, den kriegen wir sogar noch im Sommer, sondern wir brauchen auch eine bestimmte Zahl an Krankenschwestern, Ergotherapeuten, Logos und. Und schaffen wir nicht. Ich kann es Ihnen so sagen. Und das ist ja, deswegen habe ich auch vorhin ganz offen gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht. Das, was Sie gewohnt sind, werden wir nur mit einem riesen Klimmzug aufrechterhalten können. Und das heißt mit nahen Verlusten, aber mit einem größeren Horizont behaltend. Das ist meine Erwartungshaltung. Die mögen nicht alle tragen. Und ich kann Ihnen auch sagen, das wird auch kritisch diskutiert. Insbesondere dann, wenn es einen selber betrifft. Ja? Und ich kann Sie auch verstehen. Also, wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich auch sagen, ich hätte es gern hier. Ja? Aber Wernigerode und Umgebung kommt nicht auf 200.000 Einwohner in einer halben Stunde. Ja, und wir haben noch ein anderes Thema, das dürfen Sie auch nicht vergessen. Ich hatte das vorhin versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Wir sind ja gerade in Wernigerode, sind wir hier auch in einer Lage, wo wir nahezu in einem anderen Bundesland sind. Und Krankenhauspolitik ist noch sehr, sehr ländlich geprägt. Und das ist ein erheblicher Nachteil auch in Deutschland. Wir reden viel von föderaler Politik und das ist es so. Ja, und diese Grenze, Goslar ist ja für uns alle ein Katzensprung, aber es ist ein anderes Bundesland. Und bundeslandübergreifende Krankenhausplan, total schwierig. Und Verabredungen, ganz schwierig, auf politischer Ebene. Im Alltag fahren Sie nach Goslar, lassen sich einen Termin geben für dies, das oder jenes oder die kommen hierher und bringen ihre Kinder hier zur Welt. Findet ja alles real statt. Aber ein Planungskonstrukt und Verabredungen mit Finanzierung, ganz schwierig. Ja?
Also ich meine, im übertragenen Sinne, das beste Beispiel war der BER, ne, der Flughafen, weil da wollte unbedingt Berlin und Brandenburg, wollten alle mitreden und sollten dann immer noch lokale Firmen mit eingebunden werden, aber haben vergessen irgendwie, dass einer den Überblick behalten muss. Was ist passiert? Das Ding ist nicht fertig geworden. Und so ist es auch, wenn ganz viele miteinander reden müssen an dem Punkt. Ja? Also da kann ich Ihnen wenig Hoffnung machen, weil das haben wir nicht in der Hand. Ja? Also da muss man einfach sagen, wir sind ja, so wie wir hier alle sitzen, wir sind ja Spieler in diesem System. Und ich versuche immer, und so versuche ich auch mit meinen Kollegen zu reden, lasst uns das Fußballfeld und die Spielregeln akzeptieren. Die machen wir nicht, die kriegen wir vorgegeben. Lasst uns unsere Kraft da reinstecken, dass wir überlegen, wie spielen wir in den vorgegebenen Strukturen am besten. Ja? Weil das andere, da kann man sich abarbeiten, das hat... Mich ruft kein, also ich bin schon im Bundesgesundheitsministerium vorbeigegangen beim Abteilungsleiter und habe mit dem gesprochen, aber es hat keine Konsequenz. Ja, weil das, entweder man tut es hinterher wenn man erfolgreich ist, dann, ach ja, haben wir alle geglaubt. Und wenn man nicht erfolgreich ist, dann war klar, ach, der Idiot, ja, der kann es nicht anders. Also die Gefahr muss man eingehen. Und mal hat man Erfolg und mal hat man Misserfolg. Und das, die Chance ist, und ich glaube, das ist das, was ich Ihnen heute versucht habe zu vermitteln, ist, wir brauchen Sie und Sie brauchen uns. Und wir machen ein Angebot, wir haben uns echt Gedanken darüber gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien. Ja, das ist mir schon klar. Aber wir haben keine bessere Lösung. Ja, und ich halte das sogar für eine gute Lösung und eine Modelllösung, wo wir am Ende auch relevant Geld brauchen und Strukturen investiert. Ja. Und das ist auch etwas, was für junge Leute wieder dann attraktiv ist, nämlich auch in einem Zentrum zu arbeiten, wo ich einen Kollegen erreichen kann. Weil das ist ja heute so, Verantwortung übernehmen. Es ist total einfach zu sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, jenes gefällt mir nicht. Aber Leute zu finden, die zu sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass das besser wird, wird schwieriger. Ja? Und deswegen ist es auch schön, am Team zu arbeiten. Ja, und wenn ich, ganz ehrlich, ich würde meinem Sohn und jungen Leuten auch empfehlen, Mensch, such dir doch irgendwo, wo du auch mal 4 Tage arbeiten kannst und dann ein Kollege für dich übernimmt. Ja, weil was nützt es dir, wenn du irgendwann sagst, oh, hätte ich mal in meiner Jugend. Ja, will man ja auch nicht. Ja, also ich will das nicht abwürgen, ganz im Gegenteil, weil Sie merken ja selber, das ist ja eine sehr anregende Diskussion. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen davon überzeugen, dass ich für das, was ich hier vorstelle, auch brenne. Nämlich hier eine Versorgung mit Ihnen zu entwickeln. Wir sind aber formal außerhalb der Zeit. Es ist 7:07. Vielen Dank.